Einen wunderschönen guten Abend zu unserem Bible Study. Nach längerer Pause starten wir jetzt wieder neu durch mit regelmäßigen Sendungen. Und heute haben wir gleich ein großes Kaliber, das wir auffahren, den Propheten Jesaja. Gehört zu den drei großen Propheten des Alten Testaments, Jesaja, Jeremia und Hesekiel. Und Jesaja wird aber allgemein als der König der Propheten betrachtet, weil er einfach eine unglaublich starke Botschaft hat und gigantische Weissagungen. Wir werden uns zunächst mit vier Vorbemerkungen befassen, recht kurz, einfach eine kleine Vorstellung zu bekommen. Es geht um die Verfasserschaft und die Abfassungszeit, der Buchaufbau, den werden wir uns da noch viel genauer anschauen, aber erstmal einen Überblick über den Buchaufbau. Dann, welche Besonderheiten hat das Buch und die Lehre von Christus? Die Lehre von Christus ist sehr intensiv bei Jesaja. Hatte sogar den Spitznamen der fünfte Evangelist, ne? Also Matthäus, Markus, Lukas, Johannes und Jesaja, weil er so unglaublich viel Weissagen über Christus hat. Tatsächlich ist es so, dass die direkten messianischen Weissagungen, dass da Jesaja genauso viel hat wie alle anderen Propheten zusammengenommen. Ja, so um nochmal eine Größenvorstellung zu bekommen. Und deswegen wird es auch zu Jesaja dann noch eine Fortsetzung geben unter dem ganz speziellen Thema Jesus im Buch Jesaja. Aber heute soll es den Gesamtüberblick geben über das Buch, damit man mal eine gewisse Vorstellung hat, was da alles so drinsteht, was seine Botschaft ist und seine Zeit. Verfasserschaft, Abfassungszeit und Abfassungsort. Also die traditionelle Auffassung ist, wie es das Buch auch selber bezeugt, ist es Jesaja, der Sohn des Amos, der hier schreibt. Und er hat gewirkt von etwa 740 bis 685 vor Christus unter vier Königen, unter denen unglaublich viel passiert ist. Unter Usia und Jotham war eine Zeit des Wohlstands. Dann unter Ahas war eine ganz große Notzeit und auch eine Zeit des Götzendienstes. Und dann unter Hiskia, das war eine Zeit der religiösen Erneuerung und Reform. Es war einer der großen Erweckungskönige des Alten Testaments. Und zur Zeit von Hiskia gab es auch sehr große politische Umwälzungen und Schwierigkeiten, weil die Assyrer, diese Weltmacht Assyrien, da auch einen ganz großen Angriff auf Juda gestartet hat. Da werden wir noch mehr davon hören. Jesaja war ein Prophet des Südreiches. Und sein Zeitgenosse Micha war etwa zeitgleich. Micha hat mehr auf dem Land geweissagt und Jesaja war in der Hauptstadt in Jerusalem aktiv. Nach historisch kritischer Auffassung ist das Jesaja-Buch aber völlig anders entstanden, geht nicht auf diesen Jesaja ben Amos zurück im 8., 7. Jahrhundert vor Christus, sondern hat drei Verfasser oder drei große Teile, sogenannten Proto-Jesaja oder im echten Jesaja 1 bis 39. Das wäre dann schwerpunktmäßig vom Sohn des Amos im 8. und 7. Jahrhundert verfasst. Dann das sogenannte Deutero-Jesaja, den gibt es eigentlich nicht wirklich, aber das ist nur eine Rekonstruktion der historisch-kritischen Forschung, die ihn zwar in den höchsten Tönen lobt, aber es gibt keinerlei Zeugnisse für die Existenz dieser Person. Aber diesem Deutero-Jesaja wird gesagt, er hätte im babylonischen Exil geschrieben, also erst im 6. Jahrhundert vor Christus, und diese Perspektive eingenommen und auf sein Konto gingen die Kapitel 40 bis 55. Und Trito Jesaja, das wäre dann der dritte Teil Jesajas, das ist allerdings eigentlich nur eine Sammelbezeichnung. Also die meisten gehen davon aus, dass Trito Jesaja eine Sammlung ist von unbekannten Verfassern, ja, und firmiert halt unter den Kunstnamen Trito Jesaja. Und diese unbekannten Verfasser hätten nach dem Exil geschrieben und in einem längeren Zeitraum von 500 bis, ja, bis ins 2. Jahrhundert vor Christus nach Otto Kaiser. Und diese Kapitel 56 bis 66 wäre eine Sammlung von Trito Jesaja. Ja, wir wollen uns jetzt mit dieser kritischen Theorie nicht näher befassen. Da gibt es sehr viele gute Gründe auch dagegen. Aber das ist jetzt nicht unser Thema heute. Der Buchaufbau, der ist sehr spannend. Und das ist sehr wichtig, dass man das wirklich ein bisschen verinnerlicht, damit man immer weiß, wo man sich befindet. Das ist wie so ein Stadtplan. Ja? Damit man die Orientierung hat, muss man wissen, wenn man in einer großen Stadt ist, in welchem Viertel bewege ich mich da eigentlich überhaupt. Und so ist es auch wichtig, beim Propheten Jesaja zu wissen, in welchem größeren Sinnabschnitt des Buches befinde ich mich denn überhaupt.
Und das ganze Buch Jesaja ist eigentlich aufgebaut wie so ein Buch mit einem Buchdeckel, einem Buchrücken und einem Hinterteil des Buches, im zweiten Teil. Und dieser Buchrücken, das bildet hier die Nummer F, dieser Bericht über Hiskia. Das ist eigentlich der Buchrücken, Kapitel 36 bis 39. Und alles, was davor ist, ist die erste Hälfte und alles, was danach ist, ist die zweite Hälfte. Und dieser Buchrücken, der ist in Prosa verfasst, also in normalem Erzähltext, hat aber den einen oder anderen Psalm drin, also Psalm Hiskias zum Beispiel, wo also auch poetisch irgendwas ist. Aber im Grunde genommen ist das ein Prosatext, dieser Bericht über Hiskia. Wohingegen der erste und auch der hintere Teil, das ist Poesie vom Feinsten. Ja. Da gibt es zwar auch ab und zu mal Prosa-Abschnitte, wo also was erzählt wird, eine Geschichte erzählt wird. Aber im Wesentlichen ist das alles hochkünstlerische Poesie. Also wie Verse von Goethe oder Shakespeare oder so, muss man sich das vorstellen. Genau. Und F, dieser Bericht über Hiskia, ist praktisch die Spiegelachse zwischen dem ersten Teil und dem zweiten Teil. Und da werden wir noch mehr darüber sehen. Dieser erste Teil, A bis E, hat fünf Komponenten, fünf Bezirke sozusagen. Das erste ist die Frühzeitverkündigung, die ersten 12 Kapitel. Das sind alles Dinge, die so in der ersten Phase seiner Wirkungszeit unter Usia, dem Todesjahr des Königs Usia, da ist Jesaja auch berufen worden, Kapitel 6, aber dann vor allem auch unter Jotam und Ahas. Hier haben wir Ereignisse, die in diesen ersten 12 Kapitel hinein gehören. Da ist eigentlich noch nichts über Hiskia in diesen ersten 12 Kapiteln. Die Frühzeitverkündigung Jesajas, die ersten Jahre seines Dienstes. Dann kommt ein zweiter Abschnitt, der sehr besonders ist. Das finden wir auch ähnlich in Jeremia und auch in Hesekiel, auch teilweise in Amos, nur nicht so umfangreich. Die sogenannten Fremdvölkersprüche. Das sind Weissagungen über fremde Völker, meistens umliegende Völker und Nationen Israels. Und da wird jedes Volk sich praktisch vorgenommen und bekommt hier von Gott Weissagungen. In der Regel sind es Gerichtsweissagungen und auch spezielle Sünden, die mit diesem Volk gegenüber Israel dann in Zusammenhang stehen. Und diese Fremdvölkersprüche ist ein ganz eigenes Genre von Textarten. Wie gesagt, die Parallelen finden sich dann auch in Jeremia, 150 Jahre später, und dann auch bei Hesekiel. Dann die große Jesaja-Apokalypse, die heißt deswegen groß, weil sie 69 Verse hat, von daher umfangreich ist, die große Jesaja-Apokalypse. Apokalyptische Texte haben dann mit dem Weltende zu tun und mit der schlussendlichen Rettung Israels. Da geht es also um die finale Rettung Israels, aber zuvor Gerichte und auch Dinge, die die gesamte Welt und Erde betreffen, sehr apokalyptisch sozusagen, also Gerichtsweissagung, sehr krasse Sachen. Und aber auch dann ganz helle, wunderbare Verheißungen für Israel. Das ist diese große Jesaja-Apokalypse. Dann kommt das Buch der sechs Wehe. Das ist deswegen so genannt, weil in diesen Kapiteln 28 bis 33 wird sechsmal gesagt, Wehe. Und dann ist meistens ein, manchmal sogar zwei Kapitel, wo dann das ausgeführt wird. Wir werden es dann näher anschauen, welche Objekte es dann hat, worüber diese Weherufe ausgesprochen werden. Und dann kommt die kleine Jesaja-Apokalypse. Das ist praktisch wie so ein Sandwich, ja? Also dieser apokalyptische Text, Kapitel 24 bis 27, dann das Buch der sechs Wehe. Das ist wieder recht leicht verständlich, sehr viele Sünden angeklagt von Israel. Und dann die kleine Jesaja-Apokalypse, so wie so ein Sandwich, oben Deckel, das Fleisch mittendrin und unten der Deckel. Ja. Und diese apokalyptischen Texte sind sozusagen der Deckel. Diese Sandwich-Struktur, wie ich sie gerne nenne, findet sich öfter im Buch Jesaja und ist ganz offensichtlich auch von ihm so ein Stilmittel, um Sachen so einzupacken, einzuklemmen und was besonders in die Mitte zu stellen. Ja, das sind diese ersten fünf, Frühzeitverkündigung, Fremdvölkersprüche und dann diese Sandwich aus großer Jesaja-Apokalypse, Buch der sechs Wehe, kleine Jesaja-Apokalypse. Dann kommt dieser historische Bericht über Hiskia, der findet sich auch in fast wortwörtlicher Übereinstimmung im Buch der Könige.
Und dann mit sehr vielen inhaltlichen Ergänzungen im zweiten Chronikbuch. Und das ist eine der ganz wenigen Geschichten im Alten Testament, die überhaupt dreimal in der Bibel stehen. Ja? Das ist also was sehr, sehr Besonderes. Und Hiskia war ja auch ein sehr, sehr besonderer König, wie wir noch sehen werden. Der hintere Teil, der befasst sich dann mit der Zukunft und setzt in Teilen auch schon dieses zukünftige babylonische Exil voraus. Aber es ist trotzdem Weissagung, wie wir noch sehen werden, gerade bei dem Punkt G, Gottes Wettstreit mit den Götzen. Das ist ein richtiges Drama, was hier entfaltet wird. Wir werden das dann sehen, wie das total zusammenhängt, die Kapitel 40 bis 48. Wir werden die Akteure sehen, wer da beteiligt ist bei diesem Wettstreit als Gegner, als Zuschauer, als Zeuge, ja, in welcher Disziplin überhaupt dieser Wettstreit durchgeführt wird, all das werden wir sehen. Und es geht um die Auseinandersetzung zwischen Gott und den Götzen, weil Gott die Gunst Israels zurückgewinnen möchte. Dann ein großer Abschnitt, wo es um Erlösung geht, Rettung, Erlösung, vor allem durch den Gottesknecht. Das ist der Messias mit gemeint. Und da gibt es dann sogenannte Gottesknechtstexte oder Lieder, die dann ein Gesamtbild entwerfen über den Messias, Jesus. Und das werden wir auch noch genauer anschauen. Und dann haben wir den Zukunftsteil Israels Gegenwart und Zukunft, Kapitel 58 bis 66, wo es mehr um die Vollendung geht und um die abschließenden Ziele Gottes mit Israel. Ja. In diesem Wettstreit Gottes mit den Götzen ist die Theologie, also die Lehre von Gott, sehr bestimmend. Man findet ganz, ganz viele Aussagen über Gott, seine Eigenschaften, seine Wesenszüge, was er tut, seine verschiedenen Namen, Bezeichnungen und so weiter. Also ist ganz stark im Fokus. Ich habe alles unterstrichen, was mit Gott zu tun hat, was mit grün. Und nirgendwo grünt es so in meinem Alten Testament wie in Jesaja 40 bis 48, weil einfach unglaublich viel über Gott informiert wird, wer und wie Gott ist, was er tut und so weiter. Dann in dem mittleren Teil geht es eben um die Erlösung, die Soteriologie, die Lehre von der Erlösung und den Erlöser. Und dann das andere ist die Zukunft, das ist die Eschatologie, die letzten Dinge am Ende der Zeit. Also das ist eine unglaubliche Fülle, was sich in diesem Buch findet. Und es ist von daher auch eine Herausforderung, in der knapp bemessenen Zeit, die wir haben, jetzt mal einen Überblick zu geben über dieses Buch. Die Besonderheiten, es ist ein literarisches Meisterwerk, wird allgemein auch zugegeben. Einfach von der Qualität des Inhalts und der Poesie ist es phänomenal stark. Ja, also absolute Oberspitzenklasse. Die Poesie ist Weltklasse, ist herausragend. Ja, und es wird also in den höchsten Tönen gelobt. Ein riesiger, also ein Kunstwerk sondersgleichen ist dieses Buch. Einfach auch vom Sprachlichen her. Der Aufbau ist auch sehr kunstvoll. Wir haben schon ein bisschen gesehen, wir werden es noch deutlicher sehen, wenn wir die einzelnen Teile besprechen, wie kunstvoll das Gesamtwerk zusammengebaut worden ist, was auch wieder zeigt, dass da letztlich ein genialer Geist dahinter steckt, der dieses Buch zusammengestellt hat. Der Wortschatz ist gigantisch, Schrecken aller Theologiestudenten, weil du ständig irgendwie nachschlagen musst, weil du das Wort nicht kennst. Da hat also hunderte von Worten, Jesaja, die nur ein einziges Mal in der Bibel überhaupt vorkommen. Die hast du natürlich nicht drauf, ja, normalerweise. Ja, musst also ständig im Wörterbuch nachschlagen, was heißt eigentlich dieses Wort, weil es nur ein einziges Mal im gesamten Alten Testament vorkommt. Also einen unglaublich breiten Wortschatz. Wenn es Synonyme gibt, dann kannst du bei Jesaja fast Gift drauf nehmen, dass er es irgendwie schafft, alle Synonyme irgendwann mal zu bringen, ja, um einfach zu zeigen, wie man die gleiche Sache mit ganz verschiedenen Worten ausdrücken kann. Also ein sehr breiter, ganz ausgeprägt hochklassiger Wortschatz. Ja. Und das sprachliche Niveau ist ebenfalls sehr erheblich und gehört also zum Spitzenniveau im Alten Testament. Inhalt ist quantitativ und qualitativ auch herausragend. Also es ist quantitativ, einfach von der Menge her, nur Jeremia ist etwa gleich umfangreich, Hesekiel auch noch ähnlich umfangreich. Also so von der Quantität, also eines der umfangreichsten Bücher des Alten Testaments überhaupt.
aber auch qualitativ, was inhaltlich da präsentiert wird, gerade auch die messianischen Weissagungen und auch sonstige Aussagen. Es ist ein absolut herausragendes Buch und ist also der Mount Everest des Alten Testaments, also was die Prophetie betrifft, ist Jesaja das entscheidende Buch. Weitere Besonderheit sind dann diese vielen messianischen Weissagungen. Wie gesagt, etwa jede zweite messianische Weissagung, die wir von irgendeinem Propheten im Alten Testament haben, findet sich bei Jesaja. Und es wird dann auch im Neuen Testament entsprechend häufig zitiert. Und wir haben eine ganz starke Verwendung von Jesaja im Neuen Testament. Da gibt es Listen, Tabellen, die zeigen, also wie viele Verse aus Jesaja wo im Neuen Testament verwendet werden. Und das ist also gigantisch. Also neben den Psalmen und den fünften Buch Mose gehört also Jesaja zu den meist zitierten Büchern des Alten Testaments, wie sie im Neuen Testament zitiert werden. Also es ist schon in vielerlei Hinsicht ist das Jesaja-Buch herausragend. In der Lehre von Christus kann man drei Bereiche unterscheiden. Wir werden uns das in einer zweiten Session mal näher anschauen. Das ist zum einen das Konzept vom königlichen Messias. Der Messias als der König der Gerechtigkeit und des Friedens aus dem Haus Davids. Ja. Dann das Konzept vom leidenden Gottesknecht, der für unsere Sünden stellvertretend leidend und sogar stirbt und auch wieder auferweckt wird, ja. Der erniedrigt wird, der verachtet ist, um uns zu erlösen. Also dieses ganze Konzept, und das ist ja das, was die Propheten sagen. Sie sprechen von den Leiden, die auf Christus kommen sollten und der Herrlichkeit danach. Die Herrlichkeit hat dann mit dem Konzept des königlichen Messias zu tun. Und die Leiden des Christus hat mit dem Konzept vom leidenden Gottesknecht zu tun. Das findet sich aber auch bei anderen Propheten, diese zwei Seiten des Messias, aber ganz ausgeprägt bei Jesaja. Und neben diesen zwei Hauptlinien der messianischen Prophetie in Jesaja findet sich dann eine ganze Reihe von Einzelweissagungen, ganz punktuell, die dann im Neuen Testament auch aufgegriffen werden und auf Christus bezogen werden und so. Das ist eine sehr spannende Sache. Und die sind auch auf das gesamte Buch total verstreut. Ja. Das ist also auch sehr kunstvoll verteilt, wie diese Lehre von Christus ins Gesamtgefüge des Buches eingearbeitet ist. Jetzt werden wir einen längeren Teil haben, um uns mit der Frühzeitverkündigung von Jesaja zu befassen. Die ersten 12 Kapitel. Und wir haben haben wir 5 Teile in diesen ersten 12 Kapitel. Also 5 Teile. Es startet mit einem Gerichtsprozess, der praktisch inszeniert wird durch Jesaja. Ein Gerichtsprozess gegen Juda. Und der Jesaja ist praktisch der Kronzeuge Gottes in seiner Anklage gegen Juda. Wir werden dann gleich sehen, wie dieser Gerichtsprozess gestaltet wird. Der zweite Unterabschnitt in der Frühzeitverkündigung ist Kapitel 2 bis 4. Das ist ein Sandwich, wo wieder zwei Teile oben und unten zueinander gehören und dazwischen was anderes ist, was aber auch natürlich Bezug zu den Deckel oben und Deckel unten hat. Da geht es um die Zukunft des Tempelberges, auch sehr kunstvoll aufgebaut und sehr aussagekräftig. Dann das Lied vom Weinberg, das ist ziemlich bekannt, die Sache mit dem undankbaren Weinberg, der schlechte Früchte bringt. Dann haben wir in Kapitel 6 die Berufung Jesajas. Es ist erstaunlich, dass die erst in Kapitel 6 kommt, nicht am Anfang des Buches, aber das hat dann auch einen bestimmten Grund. Und der größte Block in dieser Frühzeitverkündigung, der ist auch stark politisch. Da geht es nämlich um Verheißungen Gottes, aber nicht einfach im luftleeren Raum, sondern angesichts von ganz konkreten außenpolitischen Bedrohungen. Und da gibt es in der Zeit Jesajas also vor allem drei große Bedrohungen. Es gab den syrisch-ephraimitischen Krieg, wo das Nordreich Israel sich mit Syrien verbunden hat, um Juda in eine anti-assyrische Allianz zu zwingen. Dieser syrisch-ephraimitische Krieg war sehr existenziell bedrohend für Juda. Und Gott gibt in diese Situation konkrete Verheißungen hinein. Dann gab es eine erste Invasion des assyrischen Heeres, dem auch das Nordreich zum Opfer fiel. Südreich hat auch ein blaues Auge gekriegt, aber es kam eigentlich im Wesentlichen davon. Es ging vor allem gegen das Nordreich. Diese assyrische Invasion hat dann auch zur assyrischen Gefangenschaft des Nordreiches geführt. Und da gibt Gott auch bestimmte Verheißungen in diese Situation hinein.
Und die dritte und letzte große Bedrohung, die in diesem Zusammenhang gebracht wird, ist dann der Angriff etwa 20 Jahre später, wo Assyrien das Südreich angreift. Das Nordreich war schon in der assyrischen Gefangenschaft und jetzt wird das Südreich angegriffen und völlig von der Übermacht des assyrischen Heeres. Und es ist spitz auf Knopf, ob nicht jetzt Juda auch fällt und auch in die assyrische Gefangenschaft muss. Und Gott hält mit Verheißungen dagegen. Und Hiskia glaubt auch diesen Verheißungen. Und das ist eine äußerst spannende Sache, wie diese extreme Bedrohung, die härter ist als alles andere, was vorher war, wie diese dann schlussendlich doch abgewehrt werden kann durch das Vertrauen auf Gottes Verheißungen. Ja, also das ist der fünfte und auch sehr gewichtige Block. Jetzt schauen wir uns diese fünf Blöcke der Frühzeitverkündigung mal einzeln an und gehen die mal kurz ein bisschen durch. Der Gerichtsprozess gegen Juda, das erste Kapitel. Wir haben die Buchüberschrift und dann haben wir verschiedene Elemente eines antiken Gerichtsprozesses. Wir haben einen Zeugenaufruf. Da werden interessanterweise Himmel und Erde als Zeugen aufgerufen. Hör zu, ihr Himmel, du Erde, horch auf. Ist für uns natürlich völlig fremd. Bei uns auf dem Gericht würde niemals auf die Idee kommen, Himmel und Erde als Zeugen aufzurufen. Aber es hat damit zu tun, dass beim Bundesschluss am Sinai und auch als Mose, das Lied des Mose dann lehrte, kurz vor seinem Tod, da wurde auch Himmel und Erde als Zeugen berufen, als Zeugen des Bundes Gottes mit Israel. Und Israel hat gesagt, ja, wir wollen den Bund halten und wir wollen Gott gehorchen und so. Und Himmel und Erde waren praktisch Zeugen. Und jetzt werden die Zeugen vom Bundesschluss praktisch wieder aufgerufen und sind Zeuge praktisch, wie der Bund gebrochen war. So ungefähr, als wenn beim Scheidungsprozess die Trauzeugen zugegen wären, ja? Die bei der Trauung anwesend waren, jetzt sind sie beim Scheidungsprozess auch da. Ja? Und so ist jetzt bei dieser Anklage, die Anklage lautet nämlich auf Bundesbruch, beklagt wird Israel. Und der Kläger ist Gott. Ja, das ist so die Anfangsinformation. Aus Himmel und Erde das Zeugen, Gott klagt Israel an und die Anklage lautet auf Bundesbruch. Und dann haben wir insgesamt drei Zeugenreden. Und die Zeugenreden ist ein bisschen anders als bei uns vor Gericht, wo der Zeuge neutral ist und einfach von allen Seiten befragt werden kann. Im damaligen Gerichtswesen war es so, dass der Ankläger seine Zeugen mitgebracht haben, die für ihn ausgesagt haben. Und er hat praktisch einseitig Partei bezogen für den Ankläger. Und der Verteidiger hat auch Zeugen mitgebracht, die dann für ihn ausgesagt haben. Deswegen heißt auch im Wort Gottes, du sollst nicht falscher Zeuge sein gegen deinen Nächsten. Du sollst dich also praktisch nicht anheuern lassen gegen Geld, mal wegen jetzt vor Gericht zu erscheinen, um eine Falschaussage gegen irgendjemanden zu machen, als Zeuge der Anklage. Ja. Aber Jesaja ist kein falscher Zeuge, er ist ein richtiger Zeuge und führt die Anklage zurecht. Und in dieser ersten Zeugenrede, da beschreibt Jesaja die politisch-wirtschaftliche Lage Israels, die völlig desolat ist. Da wird gerade ein vernichtender Heereszug hat da gerade stattgefunden. Entweder waren es die wirren Turbulenzen beim syrisch-ephraimitischen Krieg oder es waren die Folgen des Einfalls der Assyrer bei der assyrischen Invasion gegen Juda. Auf jeden Fall liegt Juda am Boden, ist völlig desolat, wirtschaftlich, politisch eigentlich am Ende und nur noch ein kleines Häufchen ist übrig. Also diese Seite ist ganz katastrophal. Und dann die zweite Zeugenrede, da sagt Jesaja, dass die geistliche Lage auch katastrophal ist. Es laufen zwar die Gottesdienste, die haben da schon ihre Entschuldigung, oh, was willst du denn, Jesaja, so schlimm ist es doch nicht. Ja, die Gottesdienste laufen doch da an die Festversammlung. Und dann sagt Gott, ich hasse eure Festversammlung. Ich mag eure Celebrations nicht. Ja. Und dann bringt das Geplärr eurer Lieder weg von meinen Ohren. Ich kann es nicht mehr hören und zertrampelt nicht meinen Tempel. Also ganz, ganz krass, ganz massiv. Also Gott lehnt die gottesdienstlichen Versammlungen ab, die Festversammlungen ab. Gott lehnt auch den Opferkult ab. Er sagt, eure Opfer bringen mir gar nichts, will ich gar nicht. Eure Hände sind voll Blut. Ja. Und auch eure Gebete könnt ihr vergessen, braucht ihr nicht, will ich nicht, weil ihr eben Blutvergießen und Gebete, das passt einfach nicht zusammen. Also könnt ihr euch Platz schenken. Also das sind zwei völlig vernichtende Zeugenreden, die sagen, politisch, wirtschaftlich und geistlich ist Israel total am Ende.
Und umso überraschender, dass Gott dann einen Vergleich macht, einen überraschenden gerichtlichen Vergleich in Vers 18 und bis 20. Kommt her, wir wollen sehen, wer im Recht ist, spricht Jahwe. Und jetzt macht Gott ein Angebot, praktisch, um friedlich auseinanderzugehen. Er sagt, kommt her, wir wollen sehen, wer im Recht ist, spricht Jahwe. Wenn eure Sünden rot sind wie das Blut, werden sie doch weiß wie Schnee. Und wenn sie rot wie Purpur sind, werden sie wie weiße Wolle sein. Wenn ihr willig auf mich hört, dürft ihr die Früchte des Landes genießen. Doch wenn ihr euch weigert und widerspenstig seid, sollt ihr vom Schwert gefressen werden. Ja, der Mund Jahwes hat dies gesagt. Also diesen überraschenden gerichtlichen Vergleich bietet Gott totale Vergebung an und sagt, wendet euch mir zu, ja, hört auf mich, dann wird es euch gut gehen, dann dürft ihr die Früchte des Landes genießen, dann werdet ihr den Bundessegen bekommen. Aber wenn ihr weiterhin nicht auf mich hört, ja, dann bleibt nur noch das Gericht. Dann werdet ihr vom Schwert gefressen werden. Und diese Alternative, entweder oder, ja, entweder Gehorsam gegenüber Gott bringt Segen oder weiter Ungehorsam bringt unweigerlich das Gericht und den Fluch und auch die Vernichtung. Das wird ihnen vorgelegt. Und im Buch Jesaja sehen wir dann auch, dass Israel leider nicht den ersten Weg gewählt hat, sondern weiter in dem Unglauben, Ungehorsam verharrt hat. Jesaja schließt noch eine dritte Zeugenrede an und da vergleicht er Jerusalem, wie es zur Glanzzeit war, in der davidisch-salomonischen Ära, wo wirklich Gerechtigkeit eine große Rolle spielte und das Recht regiert wurde und Gerechtigkeit herrschte, das Gute da war. Also Jerusalem einst und jetzt im krassen Gegensatz dazu, völlig der Abfall, der Unglaube. Die Obersten sind, statt das Volk zu leiten, betrügen sie das Volk, beuten das Volk aus. Also in diesem Vergleich, Jerusalem einst, damals gut, damals war es hui, und jetzt ist es aber pfui. Ja. Und dann setzt Jesaja noch eins drauf und sagt, aber in der Zukunft, am Ende der Zeit, hat Gott eine Erneuerung vor und Jerusalem wird wieder zu einer Stadt der Gerechtigkeit werden. Dieses erste Kapitel enthält viele Aspekte und Gedanken, die auch im weiteren Verlauf des Jesaja-Buches dann zur Sprache kommen, auch im Blick auf die Zukunft, diese zukünftige Herrlichkeit Jerusalems, aber auch das Gericht wegen der jetzigen Schlechtigkeit. Die Zukunft des Tempelberges, der zweite Abschnitt in der Frühzeitverkündigung, ist dieses Sandwich, eine kurze Einleitung, dass es auf eine Prophetie Jesajas zurückgeht. Und dann haben wir einen herrlichen Ausblick auf die zukünftige Hoheit des Tempelberges für die ganze Welt. Und das lese ich mal, weil es eine herausragende Prophetie ist. Fest begründet an der Spitze der Berge steht der Berg mit dem Haus Jahwes. Erhaben über alle Hügel. Und alle Völker strömen ihm zu. Die Menschen sagen überall, kommt, wir ziehen zum Berg Jahwes, zum Haus, das dem Gott Jakobs gehört. Er soll uns lehren, was recht ist. Was er sagt, wollen wir tun. Also die Völkerwelt pilgert praktisch nach Jerusalem, um sich von dort Weisung zu holen. Ja. Denn von Zion geht die Weisung aus, von Jerusalem das Wort Jahwes. Er spricht Recht im Streit der Völker. Der internationale Völkergerichtshof ist dann in Jerusalem und dort wird von Jerusalem aus im Streit der Völker wird dort Recht und Urteil gesprochen. Ja. Er weist viele Nationen zu Recht. Und wenn dieser Zustand erreicht ist, das ist alles noch Zukunftsmusik, das ist ganz klar, den hat es noch nicht gegeben, diesen Zustand, und den gibt es auch im Moment nicht. Aber wenn dieser Zustand erreicht ist, heißt es, dann schmieden sie die Schwerter zu Pflugscharen um. Die Speere zu Messern für Winzer. Also dann wird umgerüstet von Kriegsproduktion auf Friedensproduktion, ja, auf Nahrungsmittelproduktion, Pflugscharen und Messer für Winzer werden dann geschaffen, hergestellt, statt Waffen. Ja, Schwerter zu Pflugscharen, Speere zu Winzermessern, also um Nahrungsmittel zu produzieren. Ja. Kein Volk greift mehr das andere an, wie aktuell das doch ist. Ja. Wir haben das immer noch, Völker überfallen andere Völker. Und niemand lernt mehr für den Krieg.
Also diese Verheißung hier ist definitiv Zukunftsmusik und wird erfüllt werden, wenn der Messias dann kommt und sein Friedensreich errichtet. Das ist dieser herrliche Ausblick von der Hoheit des Tempelberges. Dann folgt ein längerer Einblick in das, was jetzt scheinbar hoch ist, aber was Gott erniedrigen wird. Also hohe Augen, den Stolz und die Stützen im Land. Ja. Und es ist dann in diesem Abschnitt Kapitel 2, Vers 6 bis 3, Vers 14, wo Gott immer wieder sagt, dass er alles Hohe erniedrigen wird. Und dass er die, worauf all das, worauf Israel sich stützt, eben sie stützen sich nicht auf Gott, aber worauf Israel sich dann sonst stützt, auf das Materielle, auf Waffen, auf ihre Weisheit und so weiter, auf ihre Organisation und ihre Beamten. All diese Stützen wird er wegnehmen. Also in der zukünftigen Zukunft wird Jerusalem ganz hoch sein, hoch und erhaben. Aber jetzt wird das, was scheinbar hoch ist, wird alles erst noch, muss das alles erst noch zerstört werden, gebrochen werden. Dieser traurige Einblick, der wird dann weitergeführt in Versen 3, Kapitel 3, 15 bis 4, 1. Da ist ein weiterer trauriger Einblick, da geht es um den falschen Schmuck. Vorher geht es um die falschen Höhen, ja, und worauf man sich verlässt, die falschen Höhen und Stützen. Und jetzt geht es um den falschen Schmuck der Töchter Zions, die sie da behängen mit allerhand Schmuckgegenständen und Frisuren und was weiß ich alles. Es sind über 28 Schmuckteile, die da genannt werden. Und das wird alles weggenommen. Aber am Ende kommt wieder dieser herrliche Ausblick, die zukünftige Herrlichkeit des Tempelberges für Israel. Kapitel 4, Vers 2 bis 6. Und das lese ich auch, weil das korrespondiert mit diesem ersten herrlichen Ausblick. Jetzt kommt dieser zweite herrliche Ausblick, aber wie so ein Sandwich, ne? Oben Deckel, unten Deckel, der herrliche Ausblick und dazwischen der traurige Einblick. Ja. Und dieser herrliche Ausblick, da heißt es in Kapitel 4, Vers 2 bis 6, an dem Tag wird der Spross Jahwes, der Messias, Jesus gemeint, an dem Tag wird der Spross Jahwes zur Zierde und zur Ehre sein, ja alles, das, was Gott hervorbringt, also die Frucht, ich lese es mal nach einer anderen Übersetzung, weil die Übersetzung ist eigentlich bibelkritisch im Grunde genommen, weil es ist hier nicht messianisch übersetzt, aber es ist messianisch zu verstehen. Da heißt es, zu der Zeit wird, was der Herr sprießen lässt, oder Spross Jahwes, zu der Zeit wird der Spross Jahwes lieb und wert sein, oder zu Zierde und zu Ehre sein. Ja, die Frucht des Landes wird herrlich und schön sein bei denen, die erhalten bleiben in Israel. Also der Messias wird hier als Spross Jahwes dargestellt, er kommt von Gott her, von Jahwe, und er ist auch die Frucht des Landes, er kommt nämlich aus dem Haus, aus dem Volk Israel, aus dem Haus Davids, hat also eine irdische und eine göttliche Komponente. Das werden wir dann näher anschauen, wenn wir uns die messianische Prophetie in Jesaja näher betrachten, dass das ein messianischer Text ist. Also der Messias wird dann der wahre Schmuck sein, nicht diese Schmuckgegenstände, mit denen die Töchter Zion sich da behängen, ihr Gold und Silber und die Kettchen, was sie da alles haben. Ja. Die Überlebenden in Jerusalem, alle, die in Zion übrig geblieben sind, werden als Gottgeweihte betrachtet werden, alle, deren Namen zum Leben aufgeschrieben sind. Wenn der Herr durch den Sturm von Gericht und Läuterung den Kot, man kann sagen die Scheiße, der Töchter Zions abgewaschen und die Blutschuld Jerusalems aus der Stadt weggespült hat. Also die ganzen Sünden und alles Negative, das wird Gott als wegspülen im Gericht. Und dann bleibt das Geläuterte übrig. Ja. Und Jahwe wird über den Zionsberg und über allen, die sich dort versammeln, tagsüber eine Wolke erscheinen lassen und Rauch, und in der Nacht ein flammendes Feuer, wie damals beim Auszug aus Ägypten. Ja, Feuersäule, Wolkensäule bei Tag, Feuersäule bei Nacht. Also die Gegenwart Gottes wird auch da wieder sichtbar sein in diesem verherrlichten Jerusalem. Wie ein Schutzdach breitet er seine Herrlichkeit über diesen Ort aus, wie eine Huppa, das ist so ein Baldachin, den bei der Eheschließung über das Bräutigam, über das Brautpaar gemacht wird. Ja, auch, oder König, wenn die Könige laufen, wird auch so ein Baldachin getragen, da die Sonne sie nicht sticht. Und so wird Gott ein Schutzdach bereiten. Warum? Weil er sich dort mit seinem Volk Israel wieder vermählen wird, ja, und zusammenkommt. Also wie ein Schutzdach breitet er seine Herrlichkeit über diesen Ort aus. Wie eine Laubhütte wird sie euch vor der Sonne schützen und eine Zuflucht vor Regen und Sturm sein. Also Wohlergehen, Sicherheit, keine Gefahr, Schutz,
durch die Gegenwart Jahwes in Feuersäule, Rauchsäule, und diese Herrlichkeit wie so ein Baldachin wird sich über diesen ganzen Ort Jerusalem erstrecken. Also das ist eine fantastische Weissagung, Kapitel 2 bis 4. Die zukünftige Hoheit des Tempelberges und die zukünftige Herrlichkeit Jerusalems. Also eher außenpolitische Bedeutung, innenpolitische Situation. Und dazwischen der traurige Einblick, wie halt die Gegenwart ist, die leider sehr negativ ist. Das Lied vom Weinberg ist sehr bekannt. Die Akteure ist Jesaja, der singt ein Lied von seinem Weinberg und dem Freund. Die haben einen Clinch miteinander. Und die Bürger Jerusalems oder Männer von Juda, die sind dann Zeugen und sollen ein Urteil sprechen. Und dann erzählt er diese Geschichte, dass der Weinberg, dass der Freund sich da fantastisch um den Weinberg gekümmert hat, alles gemacht, was man irgendwie machen kann. Aber im Ergebnis hat der Weinberg schlechte Früchte gebracht. Und die Antwort ist ganz offensichtlich, wer ist schuld? Also der Freund nicht, der hat alles gut gemacht, hätte man nicht besser machen können, sondern schuld ist der Weinberg. Trotz bester Pflege hat der Weinberg versagt und keine guten Früchte gebracht. Ja. Und das Ganze ist ein Bild auf Israel, speziell auch Juda, dass Gott, Juda hat die beste Pflege angedeihen lassen, hat sich gekümmert von A bis Z, hat sie umsorgt und alles gemacht, aber sie haben einfach nicht die Frucht gebracht, die Gott erwartet hat. Ja. Und deswegen wird der Weinberg dann gerichtet. Und das Gericht steht dann auch für die Männer von Juda und Jerusalem an. Die Hauptaussage ist, dass der Weinberg einfach völlig undankbar ist. Und das ist ein Bild für Israel, was völlig undankbar ist in der Geschichte, für die vielen Wohltaten, die Jahwe ihnen gegeben hat. Das geht dann weiter mit 6 Wehrufen über schlechte Früchte, werden konkrete schlechte Früchte genannt. Ja, da wehe denen, die sich ein Haus nehmen, das andere stellen. Ne? Ein Feld nach dem anderen kaufen, bis kein Grundstück mehr da ist und ihnen alles gehört, die so alles raffen, ne? Diese Immobilienhaie oder so, könnte man sagen. Ja. Dann wehe denen, die schon am frühen Morgen hinterm Bier her sind, also morgen schon mit Saufen anfangen. Ja. Oder wehe denen, die die Strafe für ihre Schuld herbeiziehen an Stricken des Wahns. Also die praktisch total Spötter sind und quasi richtig ihre Strafe selbst herbeizerren durch ihr Verhalten. Ja. Oder wehe denen, die Böses gut und Gut Böses nennen, die die Werte umdrehen. Ja, das, was eigentlich gut ist, wird jetzt böse genannt. Und das, was böse ist, wird jetzt gut genannt. Das erinnert mich so an die Zeit, was wir im Moment in Deutschland und überhaupt in der westlichen Welt erleben. Ganz krass. Und das hat keine Zukunft, sowas. Oder wehe denen, die sich selbst für weise halten und meinen, dass sie verständig sind. Oder wehe denen, die Helden im Wein trinken sind und tapfer im Mischen von starkem Getränk und so weiter. Also 6 Wehrufe werden da abgelassen und Gerichtsworte über Menschen, die dieses tun. Und dann droht Gott mit einem fremden Heer. Das passt dann sehr gut auch zum assyrischen Feindheer, was später auch das Land ins Land einfallen wird. Und da wird es also total fantastisch geschildert, wie es immer näher rückt und immer beängstigend, immer näher nach Jerusalem. Und man kriegt richtig, wird zugeschnürt, wenn man dieses heranrückende Heer sich so auf sich wirken lässt, wie es hier geschildert wird. Das ist das Lied vom Weinberg. Dann die Berufung Jesajas. Er wird datiert im Todesjahr Usias. Da hat Jesaja eine Vision im Tempel. Er sieht Gott. Natürlich nur ein Teil von Gott, nicht wirklich Gott ins Angesicht, aber er sieht nur den Saum seines Gewandes. Es ist auch unklar, ob das eine Vision im Jerusalemer Tempel ist, ob er da in den Tempel in Jerusalem versetzt ist oder ob er eine Vision vom himmlischen Tempel hat, wie Johannes in Offenbarung 4 und 5. Angesichts der Heiligkeit Gottes, und Jesaja weiß, dass er natürlich auch ein Mensch ist und Sünder ist, ruft er dann, wehe mir, ich vergehe. Oder ich werde zum Schweigen gebracht. Ich kann nicht loben, Gott loben wie die Seraphim. Ich habe unreine Lippen. Wehe mir. Und dieses Wehe mir ist auch die Voraussetzung, dass er dann die vorigen Wehe rufen kann. Wehe denen. Ja. Erst wenn du als Mann Gottes wehe mir gesagt hast und deine eigene Schuld erkannt und bekannt hast und gereinigt worden bist, hast du auch eine Vollmacht, andere auf Sünde hinzuweisen. Ja. Also, dieser Wehruf Jesajas, wehe mir, ich vergehe, ich kann Gott nicht loben, ich habe unreine Lippen, ich bin da außen vor. Und dann wird er entsündigt mit dieser Glühkohle an den Lippen gefasst und da wird die Sünde von ihm genommen, symbolisch. Und dann sagt Gott,
Wer will für uns gehen? Wer will unser Bote sein? Also Gott hat einen Auftrag, ja, und sagt, wen soll ich senden? Wer ist bereit, unser Bote zu sein? Also nachdem Jesaja entzündigt worden war, hört er, dass Gott jemanden sucht, einen Freiwilligen, der einen Auftrag für Gott erledigt. Und dann meldet er sich, hat gute Gründe, sich zu melden. Wenn man für Gott einen Dienst tun kann, ist das was Fantastisches. Allein schon als Dank für die Versöhnung, dass man entzündigt worden ist. Aber auch, weil Gott der bestdenkbare Auftraggeber überhaupt ist. Es gibt keinen höheren Auftraggeber als Gott. Und nichts ist wichtiger und besser, nachhaltiger, als für Gott im Dienst zu stehen. Also er nimmt diesen Auftrag an und ist dann ein bisschen schockiert, worin der Auftrag besteht. Es ist also nicht ein Auftrag, du wirst jetzt hunderttausende Menschen bekehren oder sowas, sondern es ist ein Verstockungsauftrag, dass durch die Verkündigung Jesajas, indem er immer und immer wieder verkündigt, dass die Ohren der Hörer umso mehr zugehen. Ja. Und dieser Verstockungsauftrag ist also ziemlich hart. Verstocke das Herz dieses Volkes. Also hören sollt ihr hören, aber nichts verstehen. Sehen sollt ihr sehen, aber nichts erkennen. Kann auch übersetzen, ihr sollt immer und immer wieder hören. Ihr sollt immer und immer wieder sehen, aber eben nichts verstehen, nichts erkennen. Verstocke das Herz dieses Volkes und verstopfe seine Ohren, verkleb ihm die Augen, damit es mit seinen Augen nicht sieht und mit seinen Ohren nicht hört, damit sein Herz nicht einsichtig wird, dass es sich nicht bekehrt und ich so Heilung verschaffe. Dieser Verstockungsauftrag ist was Furchtbares. Es geht nicht um ihre Errettung, sondern es geht um ihre Verstockung, dass das Gericht sie dann unausweichlich auch erreicht. Und dieser Verstockungsauftrag ist zur Zeit Jesu noch in Kraft und auch zur Zeit von Paulus ist der Verstockungsauftrag noch in Kraft. Wir haben entsprechende Zitate im Neuen Testament, wo es aufgegriffen wird, als dass das immer noch in der Gegenwart von Jesus, in der Gegenwart von Paulus der Fall ist und auch heute im Grunde genommen noch im Blick auf Israel sind sie verstockt und erkennen Jesus nicht. Ja. Aber, und das ist das große Hoffnungsvolle in dieser Prophetie, es gibt Hoffnung in diesem Gericht. Gott hat einen Überrest, hat sich etwas aufgespart. Jahwe treibt die Menschen weit weg, das Land wird leer und verlassen sein. Also das wird kommen, dass das Land praktisch leer gemacht wird, die Leute müssen ins Exil. Und wenn noch ein Zehntel darin übrig ist, wird auch das noch niedergebrannt. Und selbst nach diesem schweren Gericht und Exil wird immer noch mehr Gericht geübt. Also noch nicht zu Ende. Also es ist wirklich extrem dramatisch. Aber dann kommt hier ein Hoffnungszeichen in der zweiten Hälfte von Vers 13. Es wird aber sein wie bei einer Eiche oder einer Terebinthe, wo beim Fällen ein Stumpf übrig bleibt. Ein heiliger Same ist dieser Stumpf. Es gibt manche Bäume, und da gehört die Eiche dazu und auch die Terebinthe, die gehören dazu, dass wenn die gefällt werden, nur noch der Stumpf in der Erde ist, dass aus diesem Stumpf ein neuer Trieb hervorwachsen kann. Und so ist auch, wenn Gott dieses massive Gericht an Israel übt, es bleibt ein Stumpf da, aus dem ein neuer Trieb hervorgeht, neues Leben, neue Hoffnung und etwas Gutes, Neues hervorkommt. Und das ist praktisch dann letztlich der Messias, ja, und den Segen, der dann durch den Messias auch für Israel gebracht wird. Also es gibt Hoffnung im Gericht, aber das Gericht kommt erstmal und es ist extrem heftig. Also diese Berufungsgeschichte, es geht nicht um Jesaja, es geht wirklich um die Botschaft, ja, und es ist vor allem eine Gerichtsbotschaft, aber auch noch mit etwas Hoffnung. Jetzt kommt der letzte große Block in dieser Frühzeitverkündigung. Die anderen Teile können auch etwas schneller gehen, aber dieser letzte Block hat es nochmal in sich. Gottes Verheißungen angesichts außenpolitischer Bedrohungen Judas. Und da sehen wir, wie Gott wirklich in die konkrete, auch politische, geschichtliche Situation hinein handelt. Der sogenannte syrisch-ephraimitische Krieg. Der politische Hintergrund ist, dass Syrien als aufstrebende Großmacht Expansionsgelüste hat in alle Richtungen und natürlich Syrien als Nachbar von diesem expandierenden, imperialistischen Assyrien hochgefährdet ist und nur eine Chance hat, seine Freiheit zu behalten, wenn es sich verbündet mit anderen,
die auch potenziell gefährdet sind und vor allem im Hintergrund die Regionalmacht Ägypten und dass man hier praktisch einen anti-assyrischen Block bildet. Und die Syrer und das Nordreich, die waren sich einig, wir müssen da was tun, wenn wir unsere Freiheit behalten wollen, müssen wir zusammenhalten, zusammenarbeiten und gegen Assyrien stehen, ja, damit die nicht auf die Idee kommen, uns auch zu überfallen, wie das sie in anderen Weltgegenden schon machen. Aber Juda hatte da keine Lust, sich zu beteiligen. Und dann war natürlich ein Loch. Ja? Man braucht die ganzen Länder, also man braucht Syrien, Nordisrael, Juda als Südisrael und dann auch Ägypten. Ja? Dann haben wir das ein vollständiges Gebiet, ein zusammenhängendes Gebiet und kann als Block praktisch vielleicht dann Widerstand leisten. Ja? Und Juda wollte nicht. Und dann haben halt der syrische König Rezin und der Sohn Bekach, Remaljas, der König vom Nordreich, die haben halt gesagt, also wenn du nicht willig bist, dann brauchen wir halt Gewalt. Ja. Dann haben sie ihn da mit Gewalt zwingen wollen und haben ein ganz klares Kriegsziel. Ja. Sie wollen dort den widerspenstigen Ahas, der da nicht mitmachen will in dieser anti-assyrischen Koalition, den wollen sie praktisch absetzen und einen Marionettenkönig installieren in Jerusalem, der dann mitmacht bei dieser anti-assyrischen Koalition. Ja. Und den sie einsetzen wollen, der wird Sohn Tabeels genannt, das heißt Sohn des Nichtsnutzes, also ein Nichtsnutz. Also sicherlich kein aus dem Haus David. Und damit wäre eigentlich auch diese ganze Verheißung, was den Davidischen Bund betrifft und die, dass immer aus dem Hause Davids ein Sohn Davids auf dem Thron in Juda sitzt und so, das wäre hinfällig. Deswegen ist Gott auf dem Plan und Gott sagt, das wird nicht gelingen. Ja? Und es, also die Kriegsziele war eben Ahas abzusetzen, einen Marionettenkönig einzusetzen. Und der Ausgang ist aber auch klar, wird gleich hier vorne weggenommen, dass das nicht gelungen ist. Sie griffen die Stadt an, konnten sie aber nicht erobern. Ja? Also sie haben das Kriegsziel nicht erreicht. Wird gleich im ersten Vers gesagt. Ja, dass das Kriegsziel nicht erreicht worden war. Und es geht auch gar nicht in erster Linie hier um die militärische, um den militärischen Verlauf und was das alles für Not gebracht hat. Es hat sehr, sehr viel Not gebracht. Wenn wir das mit anderen biblischen Texten vergleichen, auch außerbiblischen Texten, merken wir, dass es verheerend war, dieser Angriff. Auch wenn Jerusalem standgehalten hat und nicht erobert wurde, ja, und vor allem der Ahas nicht abgesetzt wurde. Sondern es ging nicht so um die militärische Front, sondern es ging um die Glaubensfront. Denn es heißt ja dann auch, als Jesaja dann verschiedene Verheißungen gibt, sagt er, wenn ihr nicht glaubt, wird auch ihr nicht bestehen. Ja. Also es geht um die Glaubensfront, nicht um die militärische Front. Und deswegen ist das Thema Gottes Verheißungen im syrisch-ephraimitischen Krieg sehr, sehr, sehr wichtig. Und es sind 6 Verheißungen eigentlich, die Gott da hineingibt in diesen syrisch-ephraimitischen Krieg. Die erste Verheißung ist, dass Gott sagt, dieses Kriegsziel, Ahas abzusetzen, den Sohn Tabeels einzusetzen als Marionettenkönig, das wird nicht stattfinden, das wird nicht geschehen. Punkt. Die erste Verheißung. Hätte Ahas einfach mal das geglaubt und stillgehalten, wie Gott ihm sagt, halte still, mach nichts, denn das wird nicht geschehen. Hätte es einfach gemacht, dann wäre es gut ausgegangen für Juda. Aber er hat das nicht gemacht, sondern Ahas, wie wir wissen aus den Königsbüchern, hat diese Verheißung nicht geglaubt, sondern hat zur Selbsthilfe gegriffen und hat sich selbst und das Volk Juda dem assyrischen König unterworfen und hat gesagt, ich verbünde mich mit euch, hilf mir von meinen Angreifern. Das hat er dann auch gemacht und das hat dann auch den syrisch-ephraimischen Krieg dann beendet, weil die Assyrer dann den angegriffen haben. Also die Assyrer haben dann die Feinde angegriffen. Aber das hätten sie wahrscheinlich auch so gemacht, ohne dass er sich verkauft und sich zum Untertan macht, was geistig ein No-Go war. Ja. Also die erste Verheißung war nicht Erreichung feindlicher Kriegsziele, hat Asam nicht geglaubt, sondern hat zur Selbsthilfe gegriffen und hat sich selbst Assyrien unterworfen und Assyrien um Hilfe gebeten. Das Zweite, was Gott verheißt, ist der Untergang des Nordreiches. Es sind verschiedene Verse, wo der Untergang des Nordreiches verheißt wird. Und zwar massiv, innerhalb von sogar 65 Jahren werden sie überhaupt kein Volk mehr sein.
Und es war dann auch so, das Volk ist in die assyrische Gefangenschaft geführt worden, hat sich dort relativ stark assimiliert. Und die Überbleibsel im Land, da wurden dann später andere Völker eingeführt und haben sich da vermischt. Und dann die Samaritaner entstanden daraus. Also die Volksidentität ging flöten nach 65 Jahren von diesem Zeitpunkt ab, war eigentlich das Nordreich nicht nur keine Nation mehr, sondern auch kein Volk mehr. Ja. Auch die Niederlage Syriens wird geweissagt, das ist der zweite Angreifer, dass zunächst Syrien, also der König von Syrien, nur König über die Hauptstadt von Syrien bleiben wird und nicht auch noch über Jerusalem, ja, Chef, aber dass Syrien dann auch unter die Räder kommt durch die Assyrer. Das wird verheißen. Ja. Ein weiteres Verheiß, wichtige Weisung ist dann eine messianische Weissagung, die werden wir uns das nächste Mal dann näher anschauen, dass die Geburt des Messias geweissagt wird in all diese Finsternis hinein und damit der Bestand des Hauses Davids garantiert wird, weil der Messias soll aus dem Haus David kommen. Und Gott sagt, dass eine Jungfrau schwanger werden wird und einen Sohn gebären wird. Und der wird Immanuel heißen. Und Gott mit uns heißt es. Ja. Und das wird dann wieder später aufgegriffen. Und das ist der Messias, dieser Immanuel, wird dann auch bei der Geburt Jesu so verstanden und angekündigt vom Engel, dass sich das jetzt erfüllt, was Jesaja geweissagt hat. Also die Geburt des Messias wird angekündigt. Und solange praktisch das noch aussteht, ist eigentlich eine Bestandsgarantie auch für das davidische Königshaus gegeben. Deswegen war das vom Zusammenhang auch durchaus passend, hier das jetzt mal anzukündigen. Dann Gericht an Juda durch Assyrien. Glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Und Gott weiß, die glauben nicht, also werden auch sie nicht bleiben. Und so wird auch Juda nicht nur den Nordreich und den Syrer als den Angreifern Gericht durch Assyrien geweissagt, sondern auch Juda wird jetzt ein massives Gericht durch Assyrien geweissagt, das sich dann auch bewahrheitet hat. Und ein weiteres Hoffnungszeichen, was dann noch geweissagt wird in dem Zusammenhang, es ist ein Sohn von Jesaja, der geboren werden soll. Und bevor der geboren wird, wird etwas niedergeschrieben. Und zwar Maher Shalal Chasbas, raue bald eile Beute. Und die Botschaft ist, dass die Assyrer die Beute von Syrien und auch vom Nordreich sehr bald nach Hause tragen werden. Ja. Deswegen raue bald eile Beute. Ja. Also die Feinde, die Angreifer werden zeitlich in einer sehr kurzen Zeit praktisch besiegt sein. Und dieser Sohn, der dann geboren wird und genau diesen Namen erhält, Maher Shalal Chasbas, raue bald eile Beute, ist praktisch das lebendige Zeichen dafür, dass bevor dieses Kind Mama, Papa sagt, wird die Niederlage der Angreifer praktisch perfekt sein. Ja. All das war eigentlich großartige Verheißungen. Nur Ahas hätte glauben müssen, stillhalten müssen, sich nicht mit Assyrien verbünden müssen, dann wäre das Gericht an Juda an ihm vorbeigezogen. Ja. Aber weil er nicht geglaubt hat, hat das Gericht durch die Assyrer später dann auch Juda getroffen. Dann geht es weiter, immer noch diese außenpolitischen Bedrohungen Judas. Die assyrische Invasion wird ganz klar gesagt, dass Gott hinter dieser weltpolitischen Sache steckt. Es ist nicht einfach nur eine Sache der Angreifer, weil die ein Land überfallen wollen und Beute machen wollen und reich werden wollen, sondern Gott ist Urheber des Ganzen und er benutzt das als ein Gerichtswerkzeug. Das Ausmaß der Invasion wird verglichen mit einer riesigen Überschwemmung, wie ein Fluss, der völlig über die Ufer tritt und das ganze Land überschwemmt, überflutet. Und dann wird dargestellt, wie Gott die Sache sieht und wie die Assyrer, die damalige Weltmacht, die Sache sieht. Und das ist sehr interessant. Da will ich mal ein paar Verse lesen, weil das zeigt, dass eine und dieselbe Sache völlig verschieden beurteilt wird. Aber natürlich ist letztlich entscheidend, wie Gott eine Sache beurteilt. Weh Assyrien, der Rute meines Zorns. In seiner Hand ist der Stock meines Grimms. Ich sende ihn gegen einen gottlosen Stamm, gegen ein Volk, das meinen Zorn erregt, unter anderem auch gegen Juda. Damit er Beute erbeutet und raubt wie ein Räuber und es in den Straßendreck tritt. Also, doch er stellt sich das ganz anders vor. Er verfolgt seinen eigenen Plan. Nur Vernichtung von Völkern hat er im Sinn. Auslöschen will er, so viele er kann.
Jetzt werden so der assyrische König zitiert. Jeder meiner Feldherren ist ein König, sagt er. Ging es Kalne nicht wie Kargemisch, wurde Hamat nicht wie Arpad besiegt und Samaria nicht wie Damaskus? Und alles solche Städte, die er besiegt hat, seine große Erfolgsliste, ja, wo er alle Siege gerungen hat. Und da fehlt halt jetzt noch Jerusalem. Ja. Königreiche bekam ich in meine Gewalt, die viel mehr Götter hatten, als in Jerusalem und Samaria Statuen stehen. Also er brüstet sich, wie er die Städte mit vielen Göttern da alle besiegt hat. Was ich an Samaria und seinen Göttern tat, werde ich auch an Jerusalem und seinen Bildern tun. Also er denkt, Samaria habe ich besiegt, ich werde auch Jerusalem besiegen. Also es ist das Großdenken, auch nicht unterscheiden können, dass in Jerusalem wirklich der wahre Gott lebt und dass es keine Götzen sind, sondern der wahre Gott. Und Gott antwortet darauf, doch wenn der Herr sein Werk am Zionsberg und an Jerusalem zu Ende gebracht hat, dieses Werk der Züchtigung, zu dem Zeitpunkt soll Israel nicht vernichtet werden, Israel soll nicht in die Gefangenschaft geführt werden, aber soll extrem schwer gezüchtigt werden, weil es einfach nötig war. Und wenn dieses Werk der Züchtigung vollbracht ist, verheißt hier Gott, dann wird er, also Gott, mit dem König von Assyrien abrechnen. Also Gott wird mit dem Weltherrscher abrechnen. Er wird ihn in die Schranken weisen und ihn richten. Mit seiner überheblichen Selbstherrlichkeit und dem hochmütigen Stolz, mit dem er auf andere herabsieht. Denn er brüstet sich und sagt, aus eigener Kraft habe ich das alles getan. Mit meiner Klugheit habe ich es fertiggebracht. Ich habe die Grenzen der Völker verrückt, ihre Vorräte geplündert und sie mit Macht von ihren Sitzen gestürzt. Wie in ein Vogelnest langt er meine Hand in den Besitz der Völker. Wie Eier in einem verlassenen Nest habe ich ganze Länder zusammengerafft. Keiner war da, der mit den Flügeln schlug, keiner, der den Schnabel aufriss und einen Piep von sich gab. Kein Pieps mehr macht er. Ja. Und Gott sagt dazu, rühmt sich die Axt gegen den, der sie gebraucht? Assyrien, die Weltmacht, ist nur eine Axt in der Hand Gottes. Tut die Säge sich groß gegen den, der sie zieht? Assyrien ist nur eine Säge, die Gott benutzt, um hier etwas zu sägen, abzuschneiden. Aber es ist nur Werkzeug in Gottes Hand. Das wäre, als ob der Stock den schwingt, der ihn hebt, als ob das tote Stück Holz den Mann bewegt. Darum wird der Herr, Jahwe, der allmächtige Gott, das fette Assyrien dürr werden lassen. Unter seiner Pracht flackert ein Brand, der alles in Flammen aufgehen lässt. Ja. Aber dann wird dann auch Gericht über Assyrien angesagt. Gott ist der Urheber, das Ausmaß der Invasion ist groß, aber Assyrien macht es nur aus Beutegründen, aus Stolz, Hochmut und Zerstörungswut und weil es einfach Reichtümer der Länder scheffeln will. Aber Gott hat ganz andere Gedanken. Er benutzt Syrien in seinem Wahn, um Gericht zu üben, bis hierher und nicht weiter. Ja. Und dann schreit Gott ein und gibt Assyrien aufs Dach sozusagen. Die Gründe für das Gericht durch Assyrien, also warum Assyrien von Gott gebraucht wird, um Gericht zu üben, sind vielfältig. Und haben mit Götzendienst zu tun, mit Stolz, mit Ungehorsam, ja, und vielen Dingen, die hier in verschiedenen Texten dann massiv aufgezählt werden, warum Gott dieses Gericht für nötig befunden hat. Und das Letzte ist dann, das war jetzt dann auch im Zusammenhang der ersten Invasion, wo dann auch das Nordreich zerstört wurde. Und jetzt kommt es Verheißung im Zusammenhang mit der zweiten Invasion, über 20 Jahre später, 701 vor Christus. Gottes Verheißung angesichts der Bedrohung durch Assyrien. Und da gibt es auch 6 Verheißungen. Gott sagt ganz klar, die feindlichen Kriegsziele werden nicht erreicht werden. Er wird Jerusalem nicht erobern. Es wird schon Finsternis, Not und Verzweiflung sein in der Bevölkerung. Es wird schon viel Not auch mit sich bringen. Aber es gibt auch ein Licht. Und da, wo das Licht eigentlich zuerst ausging, nämlich in den Nordprovinzen, Nordostprovinzen des Nordreiches, wo zuerst dunkel wurde durch Assyrien, das ist das Gebiet, was später Galiläa hieß, wo zuerst das Licht dann durch den Messias aufging. Wird dann im Matthäus-Evangelium als Beweis genommen, warum Jesus eben in Galiläa seinen Predigtdienst aufnahm und nicht in Judäa, damit diese Verheißung von Jesaja erfüllt wird. Dann wird die Vernichtung des assyrischen Heeres vor Jerusalem geweissagt, was der Wahnsinn ist. Wie könnte das kleine Juda, was schon am Boden lag, völlig zerstört war, mit dem Rücken zur Wand, nur Jerusalem war übrig,
völlig, völlig unterlegen, waffenmäßig, materialmäßig, soldatenmäßig, keine Chance. Wie könnte es zu einer Vernichtung Assyriens kommen? Das ist völlig unglaublich. Aber genau das weissagt Gott mit verschiedenen Stellen. Denn wie am Tag von Midian zerbrichst du das drückende Joch, das ihnen den Rücken gebeugt und den Stock, das sie angetrieben hat. Ja. Wie am Tag Midians, das war unter Gideon, wo mit einer ganz kleinen Heeresmacht 300 Leute ein Riesensieg errungen wurde über ein Heer, was mehrere 10.000 Leute hatte. Oder Kapitel 10, Vers 12. Wenn der Herr sein Werk am Zionsberg, an Jerusalem zu Ende gebracht hat, wird er mit dem König von Assyrien abrechnen. Ja. Und da gibt es weitere Verse, die dann das sagen. Plötzlich wird es geschehen, und zwar auf den Bergen Judas wird es geschehen. Also im Land Juda wird das assyrische Heer praktisch vernichtet werden. Man kann sich das nicht vorstellen, wie das gehen sollte, aber später im Buch Jesaja wird beschrieben, wie es tatsächlich dann auch war, wie es sich ereignet hat. Also Vernichtung des assyrischen Heeres vor Jerusalem, das wird verheißen. Sie wird also Jerusalem nicht erobern. Im Gegenteil, es wird die Geburt und die Herrschaft des Messias angekündigt, der in Jerusalem regieren wird und eine Herrschaft des Friedens und der Gerechtigkeit aufziehen wird. Das schauen wir uns dann bei den messianischen Weisungen an. Und der jüdische Rest, der Überrest, der diese Gerichte überlebt, der wird dann auch gerettet werden. Das war die Frühzeitverkündigung. Und jetzt können wir etwas schneller auch durch die anderen Teile gehen und schließen das dann ab. Die Fremdvölkersprüche, Kapitel 13 bis 23, finden sich auch in Jesaja, in Jeremia, auch in Ezekiel ähnlich, dann zu einem anderen Zeitpunkt. Und es ist interessant, die zu vergleichen. Babylon, was zur Zeit Jesajas überhaupt noch unbedeutend war, wird sehr stark ins Visier genommen bei den Fremdvölkersprüchen. Warum? Weil Jesaja durch Gottes Offenbarung wusste, dass Babylon zukünftig die Weltmacht werden wird, unter der auch Juda sehr zu leiden haben wird. Ja, also Babylon wird mal Assyrien beerben und übernehmen. Und deswegen ist Babylon hier in Kapitel 13 und der König von Babylon in Kapitel 14 ganz stark im Visier. Es geht also auf die Zukunft, wie die zukünftige Weltherrschaft der Babylonier, auch über Juda, wie das auch von Gott gerecht wird und Gott Babylon und den König von Babylon dann zukünftig strafen wird. Assyrien wird nur sehr kurz bedacht, obwohl es zur Zeit von Jesaja die Weltmacht war. Aber Assyrien ist ein Thema, was sich durch die ersten 39 Kapitel zieht, oder genauer gesagt die ersten 37 Kapitel durchzieht. Und immer wieder, was zu Assyrien gesagt wird, vor allem auch diese Vernichtung Assyriens. Von daher braucht jetzt an dieser Stelle in den Fremdvölkersprüchen auch nicht mehr viel über Assyrien gesagt werden. Die Philister werden nur kurz abgehandelt. Erstaunlicherweise Moab, der Nachbar im Osten Israels, wird mit zwei Kapiteln bedacht. Moab ist bekannt für seinen Stolz und auch seine Feindschaft gegenüber Israel. Damaskus, also Syrien, Äthiopien, Ägypten, die damalige zweite große Macht neben Assyrien, wird sehr ausführlich behandelt, Kapitel 19, Kapitel 20 und auch 19 und 20 sprechen von Ägypten. In Kapitel 20 gibt es eine Zeichenhandlung Jesajas, wo er zeigt, dass es sich nicht lohnt, sich auf Ägypten zu verlassen. Ägypten wird alle im Stich lassen, die sich auf Ägypten verlassen, und macht das anhand einer Zeichenhandlung klar und den politischen Ereignissen in Aschdod, weil da gab es auch einen Aufstand gegen die assyrische Weltmacht, weil sie immer gehofft haben, Ägypten würde uns dann helfen. Und dann kamen die Assyrer, haben den Aufständischen da gefangen genommen, wollte den gefangen nehmen, flieht nach Ägypten. Und was macht Ägypten? Die liefern ihn einfach aus an seinen Feind. Also Ägypten war völlig unzuverlässiger Bündnispartner. Und Jesaja warnt in seinem Buch wiederholt, sich auf Ägypten zu verlassen. So wie Ahas sich fälschlicherweise auf Assyrien verlassen hat, im syrisch-evamitischen Krieg hat er sich auf Assyrien verlassen. Und jetzt, nachdem Assyrien die Bedrohung geworden ist, wollen sich manche Kreise in Jerusalem jetzt auf Ägypten verlassen. Aber das soll Israel nicht. Israel soll sich auf Gott verlassen und nicht auf Menschen verlassen.
Duma, Arabien, Jerusalem ist auch, obwohl es kein fremdes Volk ist, ist die Hauptstadt des heiligen Volkes, ist das Tal der Offenbarung, wird es auch genannt. Das kommt auch unter Gericht. Und Schebna und Eliakim, das sind Einzelpersonen, die auch unter Gericht kommen. Schebna war so auf eigenen Ruhm bedacht und hat sich um seine Sachen gekümmert. Er wollte, hat geprotzt und war auf sich bedacht und dass er einen guten Namen hat und ein tolles repräsentatives Grab im Felsen dann hat und solche Sachen. Mit Prunkwagen rumgefahren, also in hoher Staatsstellung. Ja, aber einer, der die Staatsstellung ausnutzt, um sich hochzuheben. Eliakim war anders, der hat nicht so an sich gedacht, aber hat an seine ganzen Verwandten gedacht und denen alle Pöstchen besorgt und so. Und das geht irgendwann halt auch schief, wenn dann Leute nicht eingestellt werden, nicht nach Qualifikation und Fähigkeit, sondern nur, weil sie halt verwandt sind. Ja, und dann die Pöstchen bekommen, diese Vetterleswirtschaft. Und das wird dann Eliakim zu Verhängnis. Er war selbst zwar nicht selbstsüchtig wie der Schebna, aber er hat auch diesen kapitalen Fehler begangen, Vetterleswirtschaft zu betreiben. Und das war auch zum Schaden des Volkes und hat auch ihn dann den Job gekostet. Tyrus und Sidon werden noch erwähnt, das waren die handelswichtige Hafenstädte und Handelsmächte der damaligen Zeit. Also ein ziemlich umfangreicher Block, Kapitel 13 bis 23, diese Fremdvölkersprüche. Dann die große Jesaja-Apokalypse mit 69 Versen. Gericht über die ganze Erde. Wenn man den Text liest, scheint es erst über Jerusalem zu gehen und dann gibt es ja Passagen, wo man merkt, es ist die ganze Welt im Blick. Die ganze Welt kommt unter das Gericht Gottes und wird durchgeschüttelt. Ja, wenn er ganz drastische Bilder gemacht, dass die Erde taumelt wie ein Betrunkener und so und durchgeschüttelt wird. Ja, es kommt dann zu, aber diese Apokalypsen haben immer so einen negativen Teil, wo ein Gerichtsteil ist, sehr massiv. Und dann ein Hoffnungsteil, wo es um Verheißung geht, Wiederherstellung, vor allem Wiederherstellung Israels. Und hier ist auch ein Lobpreis des Gerichts und dass Gott rettet aus dem Gericht und dass Israel am Ende der Zeit wiederhergestellt wird und erneuert wird, was Gott in dieser Gerichtsverhandlung schon angekündigt hat durch diese dritte Zeugenrede Jesajas, dass Israel Jerusalem wieder zu einer Stadt der Gerechtigkeit gemacht werden wird. Solche Verheißungen gibt es dann auch hier. Israel wird wiederhergestellt werden. Aber dazwischen, zwischen dieser großen und der kleinen Jesaja-Apokalypse, haben wir das Buch der sechs Wehe. Und da werden jetzt bestimmte Gruppen ins Visier genommen und ihnen das Gericht Gottes zugesprochen, sozusagen, angekündigt. Einmal Wehe über Ephraim. Ephraim ist das Nordreich und das ist vor allem die Führung in Ephraims, also die politische Führung und die religiöse Führung, also die Priester und Propheten und auch der Könige und die Fürsten. Und die tun sich vor allem durch Saufen hervor, dass sie also als morgens schon anfangen, Wein zu trinken und sich zu betrinken. Lass uns essen und trinken, denn morgen sterben wir. Also Carpe Diem, nutze den Tag zum Saufen. Ja. Und das ist, wird ein massives Gericht über Ephraim bringen. Und das sollte Juda zur Warnung dienen. Und das ist ja dann auch passiert, dass das Nordreich in die assyrische Gefangenschaft geführt wurde. Das war also das Nordreich im Blick. Aber die anderen, die nächsten vier Weherufe haben das Südreich im Blick. Und da ist Wehe über Jerusalem. Und das wird ja so gedacht, ja, Jerusalem kann nichts passieren. Da ist der Tempel, da wohnt Gott und da ist der ganze Kultus. Ja, wir sind da sicher. Und Gott sagt, nein, ihr seid da nicht sicher, weil ihr gottlos seid. Ja? Und da ist Jerusalem auch nicht sicher. Und werden verschiedene Weherufe über Jerusalem gemacht. Und das wird ihnen Gericht angekündigt für ihre Sünden. Vor allem auch, dass sie Gott vergessen, dass sie auf ihre eigene Kraft vertrauen und dass sie im Grunde genommen de facto ohne Gott leben. Nur dem Namen nach, aber in der Praxis leben sie gottlos, ohne Gott. Und dann ein Thema, was eine große Rolle spielt in Jesaja-Buch und wo Jesaja offensichtlich hier ganz massiv gegen vorgeht. Das ist, wie man so schön sagt, den Teufel mit Beelzebub austreiben. Man möchte der assyrischen Bedrohung dadurch begegnen, dass man sich auf Ägypten verlässt. Und das ist ja schon mal schief gegangen. Ne? Man hat sich auf Assyrien verlassen, weil man die syrisch-ephraimitischen Krieg diese Bedrohung loswerden wollte. Ja, und das ging voll nach hinten los, hat dann auch total zum Götzendienst geführt durch Ahas.
Ja? Und das ist einfach ein totaler Irrweg, sich auf Menschen zu verlassen, um sich zu schützen vor anderen angreifenden Menschen. Man muss sich auf Gott verlassen. Das Volk Gottes muss sich immer auf Gott verlassen. Und deswegen haben wir hier 4 Kapitel praktisch, oder 3,5 Kapitel, zweite Hälfte von Kapitel 29, Kapitel 30 und Kapitel 31, 32. In diesen Kapiteln geht es ganz schwerpunktmäßig, dass Jesaja sagt, wehe euch, ja, weil ihr da Pläne macht im Hinblick auf Ägypten, weil ihr Bündnisse eingeht. Und das ist kein kluger Schachzug, keine geopolitische geniale Idee, sondern es ist ein Bund des Todes oder ein Bund mit dem Tod, was ihr da macht. Es ist kein genialer Schachzug, es ist ein Bund mit dem Tod, die Sache mit Ägypten. Lasst die Finger von Ägypten. Ja. Und Jesaja ist da einsamer Rufer in der Wüste. Es gab offenbar eine starke Ägypten-Lobby. Realpolitisch machte das Sinn, aber geistlich gesehen war es ein absoluter Holzweg. Ja. Und am Schluss, der 6. Wehe, ist dann tatsächlich Wehe über Assyrien. Das ist der eigentliche Urheber des ganzen Dramas, diese imperialistischen Assyrer, die einfach rauben, plündern und expandieren wollen, ein Reich groß aufziehen wollen und über Leichen gehen. Ja, diese sehr aggressiven Assyrer, und denen wird auch ein Wehe verpasst. Und dass sie gerade im Zusammenhang mit Jerusalem, was sie umzingeln, umlagern, dass sie da ihr blaues Wunder erleben werden. Ja. Also dieses Buch der 6 Wehe ist nicht so schwer zu verstehen, ist eher gut nachvollziehbar. Die apokalyptischen Teile, diese große Jesaja-Apokalypse, kleine Jesaja-Apokalypse, sind vom Verständnis her viel schwieriger. Und auch die Fremdvölkersprüche sind vom Verständnis viel schwieriger, weil man einfach zu wenig die politischen Hintergründe kennt und die geografischen Angaben nicht einsortieren kann und so. Das ist also schwer verständliche Texte. Aber das Buch der 6 Wehe, wo es um diese Sünden geht und welche Konsequenzen diese Sünden haben, ja, dass Gott Weherufe ausspricht, das ist sehr gut nachvollziehbar. Dann kommt die kleine Jesaja-Apokalypse, nur 27 Verse, also weniger als die Hälfte vom Umfang wie die große Jesaja-Apokalypse. Und hier wird das Gericht über die Nationen geschildert. Und das ist ganz drastisch. Und einfach mal, um einen kleinen Geschmack zu bekommen für apokalyptische Texte, lese ich diese 4 Verse. Und das gehört mit zu den härtesten Sachen im Alten Testament. Und ähnlichen auch in der Offenbarung finden sich dann ähnliche Texte im Zusammenhang mit dem Endgericht. Kommt her, ihr Völker, und hört, ihr Völkerstämme, hört aufmerksam zu. Es höre die Erde, was auf ihr lebt, der Erdkreis und was ihm entsprost. Also vierfach wird hier zum Hören, zum Aufmerken aufgerufen. Jetzt kommt bestimmt was ganz Wichtiges, kommt auch was Wichtiges. Jahwe ist zornig auf die Völker. Sein Grimm richtet sich gegen ihr Heer oder gegen ihre Menschenmassen. Er hat sie alle unter den Bann gestellt. Bann bedeutet Vernichtung. Und gibt sie zum Abschlachten frei. Die Erschlagenen wirft man hinaus. Der Gestank ihrer Leichen steigt auf. Die Berge sind von ihrem Blut getränkt. Selbst die Gestirne vergehen und der Himmel rollt sich wie ein Buch zusammen. Also die alte kosmische Ordnung vergeht. Aber das ist ein Ausblick auf das, was man unter Ende der Welt versteht. Also die Dinge, die passieren, unmittelbar bevor Jesus wiederkommt zum Gericht und dann durchgreift, und es wird viele Erschlagene geben in dem Zusammenhang. Und Jesus dann wird dann sein Reich aufbauen, wird Israel retten, wird seine Gemeinde zu sich holen und diese Feinde alle vernichten und dann sein Reich aufbauen. Also das ist apokalyptisch, es geht also auf die letzte Zeit, das Gericht über die gesamte Welt. Dann wird ein Beispiel gegeben, am Beispiel von Edom wird dann aufgezeigt, wie umfassend und wie vernichtend dieses Gericht ist. Edom ist ein Nachbar von Israel und ist dann umstritten, ob das ein Bild ist für alle Nationen oder ob das speziell das Gericht ist, was am Ende der Zeit Edom treffen wird, weil Edom war in den Fremdvölkersprüchen praktisch nicht sonderlich berücksichtigt, erstaunlicherweise, hat eigentlich gefehlt in diesen Fremdvölkersprüchen. Aber hier haben wir einen Abschnitt, dieses Gericht am Beispiel Edoms, dass Edom praktisch so wie Sodom und Gomorra für immer ein abschreckendes Beispiel sind, damals von Gott vernichtet wurden und jetzt unter dem Toten Meer begraben ist sozusagen, so wird Edom in der letzten Zeit auch ein ewiges Beispiel für Gericht sein, weil da wird immer Rauch aufsteigen und verbrannte Erde sein und so. Also es wird massives Gericht an Edom, heutiges Jordanien,
Teile von Jordanien sein als Gerichtsort. Und dann wird von der Wiederherstellung Israels gesprochen, dass die Wüste wieder blüht und das Heil kommt. Und da lese ich mal Verse, die ihr alle kennt, oder wo euch dann sehr bekannt vorkommen. Sagt Jesaja hier in diesem Abschnitt über die Wiederherstellung Israels: Ruft den verzagten Herzen zu, seid stark und fürchtet euch nicht. Seht, dort kommt euer Gott mit Rache und Vergeltung. Also Gott kann nicht nur auf Lieb, Gott kann auch auf Gericht. Ja. In dem Fall kommt er mit Rache und Vergeltung. Er selbst wird euch befreien. Also Gott selbst wird kommen und er wird Israel retten, er wird Israel befreien. Dann, also wenn Gott kommt, dann lässt er Blinde wieder sehen und schenkt den Tauben das Gehör. Der Lahme springt dann wie ein Hirsch, der Stumme jubelt froh. Das sind die Wunder, die wir alle kennen vom ersten Kommen Gottes in Jesus Christus. Bei seinem ersten Kommen sind genau diese Wunder geschehen. Diese Heilungswunder Jesu, die haben sich hier erfüllt, wird auch im Neuen Testament darauf Bezug genommen, als erfüllt gemeldet, dass er wirklich der Messias ist, weil er diese Zeichen vollbracht hat. Und dann werden andere Verheißungen gegeben, die, gerade wenn man sie buchstäblich nimmt, nicht erfüllt sind. Und wo man sagt, das wird sich wohl dann beim zweiten Kommen, bei der Wiederkunft Jesu erfüllen. Also die Wiederherstellung Israels in zwei Etappen. Einmal durch das erste Kommen des Messias und dann bei dem Heil, was er bringt, wenn er dann wiederkommt und diese Israel vollends wiederherstellt. Dann haben wir jetzt diesen Buchrücken, dieser Bericht über Hiskia. Ich habe schon erwähnt, den finden Sie auch bei 2. König und 2. Chronik. 2. Chronik hat sehr viel Sondergut, sehr viel Zusatzinformationen, die Sie in 2. König und bei Jesaja nicht finden. Also starke Nähe. Wahrscheinlich hat Jesaja beide Texte geschrieben, den, der im Jesaja-Buch steht und auch den, der im 2. König-Buch steht. Die sind ziemlich sicher aus der Hand Jesajas. Vom Buchaufbau ist es so, dass von diesen 4 Kapiteln dieses Berichts über Hiskia, die ersten beiden Kapitel, 36, 37, dieses ganze erste Hälfte des Buches abschließen. Dieses Assyrien-Thema kommt zum Abschluss und findet den Höhepunkt in der Vernichtung des assyrischen Heeres durch den Engel Jahwes, dass 185.000 Assyrer an einem Tag praktisch sterben. Das Assyrien-Thema wird abgeschlossen. Mit Kapitel 38 und 39 wird praktisch ein neues Thema aufgeschlagen, nämlich das Thema der zukünftigen babylonischen Gefangenschaft und auch der Rückkehr später aus dieser zukünftigen babylonischen Gefangenschaft. Das Babylonien-Thema wird aufgeschlossen, das Assyrien-Thema wird abgeschlossen. Das ist eine ganz wichtige Funktion. Das geschieht durch diesen Mittelteil, der in Prosa verfasst ist, bei einem Bericht über Hiskia. Die Pointe ist hier nämlich, dass diese Kapitel nicht chronologisch geordnet sind. Wie man das denkt, wenn man das so liest, denkt man zuerst, das ist eins so nacheinander. Aber wenn man genau hinschaut, stellt man sehr schnell fest, das ist nicht chronologisch geordnet, sondern es ist thematisch angeordnet, um genau mit Kapitel 36, 37 den ersten Teil abzuschließen und mit Kapitel 38, 39 den zweiten Teil aufzuschließen. Das ist also eine Entscheidung. Die Kapitel wurden so angeordnet, um diese Funktion im Buch zu übernehmen. Etwas abzuschließen, etwas anderes aufzuschließen. Woran erkenne ich, dass diese chronologische Reihenfolge, die ich diesen Bericht über Hiskia habe, dass das nicht chronologisch ist, sondern eine andere Ordnung hat, nämlich eine thematische Ordnung hat? Das sind 3 Gründe, die dafür sprechen. Und das erste ist, dass in Jesaja 38, Vers 6, da wird verheißen, da heißt es in Vers 1, in dieser Zeit wurde Hiskia todkrank. Ja. Da kam der Prophet zu ihm und sagt, ordne dein Haus, du wirst sterben. Dann weint Hiskia und fleht im Gebet zu Gott. Und dann wird Jesaja von Gott beauftragt, kehr um und sage ihm, du darfst doch leben. Ich gebe dir noch 14 Jahre dazu und so. Und Gott gibt ihm dann noch eine andere Verheißung. Sagt, geh wieder zu Hiskia, sage ihm, Jahwe, der Gott deiner Vorfahren, David, lässt es sagen, ich habe dein Gebet gehört und deine Tränen gesehen. Ich gebe dir noch 15 Jahre Lebenszeit hinzu. Also 15 Jahre kriegt er noch zusätzlich.
Außerdem werde ich dich und diese Stadt vor dem Assyrerkönig erretten. Die Verheißung bekommt er obendrauf. Also du wirst noch 15 Lebensjahre bekommen, nicht sterben. Und ich werde dich erretten vor dem König von Assyrien. Und das war die Verheißung, an die sich Hiskia dann auch geklammert hat und klammern konnte, dass Gott ihm versprochen hat, dass er ihn erretten wird. Aber das bedeutet auch, dass zu der Zeit die Gefahr durch den König von Assyrien natürlich noch voll da war. Es war noch voll die Frage, wird Jerusalem gerettet vor dem König von Assyrien? Es war noch völlig offen. Menschlich gesehen gab es eigentlich keine Hoffnung. Aber Gott gibt jetzt Hoffnung und verheißt es und sagt, außerdem werde ich dich und diese Stadt vor dem Assyrerkönig retten. Ich werde Jerusalem beschützen. Und diese Verheißung war dann die Verheißung, auf die sich Hiskia gestellt hat. Obwohl es politisch gesehen ein Wahnsinn war, sich da noch zu wehren und nicht aufzugeben und so. Es war desolat. Ja. Und Hiskia ist bekannt als der große Erweckungskönig, der diese religiöse Reform durchführt. Aber was die Leute nicht so wissen oder merken, ist, dass er auch der große Glaubensheld des Alten Testaments war. Er war nicht nur der Erweckungskönig und hat da Glauben gezeigt, indem er den Gottesdienst wieder erneuert hat, nachdem sein Vater Ahas das alles so im Götzendienst hat versinken lassen, sondern er war auch der Glaubensheld. Das heißt mal, es gab keinen König vor und nachher, der Gott so vertraut hätte wie Hiskia. Das heißt, die außergewöhnliche Leistung Hiskias war auch, dass er Gott diese Verheißung geglaubt hat, dass Gott trotz dieser Übermacht Assyriens ihn beschützen wird und Jerusalem beschützen wird und Assyrien nicht siegen wird, obwohl es menschlich gesprochen eigentlich ausweglos war. Also diese Verheißung, und die hat sich ja dann, und die wird auch aufgegriffen von dem Rabschagen, dass wir uns nicht rumgesprochen haben, dass Hiskia sich auf diese Verheißung verlässt. Denn in Kapitel 36, Vers 14 und 15, wird von dem Feldherrn des assyrischen Königs, wird praktisch den Juden und dem Hiskia vorgeworfen: Lasst euch von ihm auch nicht auf Jahwe vertrösten. Jahwe wird uns bestimmt retten, diese Stadt wird dem Assyrerkönig nicht in die Hände fallen. Also das war die Parole, die Hiskia ausgegeben hat. Warum konnte er diese Parole ausgeben? Weil Gott ihm das tatsächlich versprochen hat. Deswegen hat er die Parole ausgegeben. Und es war bekannt. Und er sagt dann nur, lasst euch dadurch nicht beeindrucken, nicht verführen und so, das stimmt doch alles nicht. Ja. Oder auch in Kapitel 37, Vers 10, haben wir genau das Gleiche. Lass dich nicht von deinem Gott täuschen, auch wenn du ihm vertraust. Denke nicht, dass Jerusalem dem König von Assyrien niemals in die Hände fällt. Denk das nicht. Aber es ist genau das, was Jahwe verheißen hat. Und Hiskia baut auf diese Verheißung. Dann sehen wir, dass er, nachdem er gesund geworden ist, kommen die babylonischen Gesandten und er zeigt ihnen alles. Seine Schatzkammern, die Waffenkammer und alle seine Schätze. Und hat sich gefreut, dass jetzt die Babylonier Interesse hatten. Und es ging wahrscheinlich um ein politisches Bündnis im Kampf gegen die Assyrer. Und hat sich gefreut, dass sie da kommen und Kontakt mit ihm aufnehmen. Und das war ja auch ihr Grund, weil die waren ja auch bekämpft. Die Assyrer hatten ja auch die Babylonier überfallen und die hatten eine Exilsregierung zu der damaligen Zeit. Auf jeden Fall hatten die Kontakt aufgenommen. Hiskia hat sich gefreut, hat ihnen alles freimütig gezeigt. Aber das war nicht gut, weil man sollte nicht auf Ägypten hoffen, um Assyrien zu vertreiben. Man sollte auch nicht auf Babylonien hoffen, um Assyrien zu vertreiben. Man sollte auf Gott vertrauen, nur auf Gott vertrauen. Und diese Lektion musste der Hiskia noch lernen. Deswegen schickt Gott den Hiskia vorbei und sagt im Gericht an und sagt, was hast du denen alles gezeigt? Wir haben alles gezeigt, alle Schätze und so. Siehst du, das war der Fehler praktisch. Eines Tages, wenn die Babylonier kommen, all diese Schätze, die du ihnen gezeigt hast, nach Babylon führen. Und auch von deinen Nachkommen werden Menschen weggeführt werden und in Babylon dort ausgebildet werden und dem König von Babylon dienen. Das ist ja später auch passiert, Daniel war einer davon. Ja. Also, er hat diese Schätze noch. Wir lesen aber in 2. Könige 18, dass Hiskia zwischenzeitlich dem assyrischen König einen Deal angeboten hatte, nämlich, sag ihm eine Zahl, ein Tribut, den ich zahlen muss, damit du von mir abziehst. Und dann sagt der König von Assyrien und nennt eine wahnsinnshohe Summe Tribut. Okay, Hiskia kratzt alles Gold und Silber zusammen, das Gold sogar von Türen, die er hat beschlagen lassen, abmachen, um diesen Wahnsinnstribut zu entrichten.
Und dann sagt der König von Assyrien, ja, ist ganz nett, dass du mir dieses Tribut gibst, aber du musst trotzdem kapitulieren und ich will dich trotzdem wegführen nach Babylon, nach Assyrien. War also praktisch völlig für die Katz, diese Zahlung. Aber auf jeden Fall, diese babylonischen Gesandten, die waren nicht nach dieser Zahlung gekommen, sondern die waren vor der Zahlung gekommen. Denn nach dieser Zahlung hätte er ihnen gar nichts mehr zeigen können. Das war nämlich alles schon in Assyrien gegeben. Da waren die Staatskassen leer. Das ist der zweite wichtige Grund. Also das Kommen der babylonischen Gesandten war noch vor der Tributzahlung, die Hiskia dem König von Assyrien geleistet hat. Weil diese Verheißung Gottes hatte einen Schönheitsfehler. Gott hat gesagt, dass er Jerusalem beschirmen wird. Aber Gott hatte nicht gesagt, wie er es machen wird und wann er es machen wird. Und das ist manchmal so das Problem mit den Verheißungen Gottes, dass zwar das Ziel klar ist, Gott sagt, das wird geschehen oder das wird nicht geschehen, aber wie es dazu kommt, musst du Gott vertrauen. Und ich kann mir vorstellen, als die babylonischen Gesandten kamen, hat er gedacht, oh, das ist jetzt Gottes Hilfe. Da kommt Jesaja und sagt, du, es war ein großer Fehler, denen alles zu zeigen. Die werden das wegführen. Also das war nicht die Hilfe. Dann kommt ihnen die Idee mit dem Tribut. Da denken, naja, dann mache ich Scheckheft-Diplomatie und okay, ich muss halt bluten, ja, muss ihm Geld geben. Aber dann lässt er von mir ab. Und es ist eine Gnade Gottes, wenn das so geschieht. Und er gibt ihm das Geld. Der lässt sich auf diesen Deal ein, dieser assyrische König. Denkt, naja, das hat Gott jetzt so gelenkt, jetzt komme ich dadurch den assyrischen König los. Aber der nimmt das Geld und ändert nichts an seinen Kriegszielen. Ja. Also war das auch nichts. Erst hat er auf sein Militär gehofft, hat er verschiedene Stützpunkte gebaut und so weiter. Und das wurde aber alles überrannt und die ganzen Festungen, 46 Städte wurden eingenommen, auch die befestigte Stadt Lachis wurde eingenommen, die damals bestbefestigte Stadt in ganz Israel war. Nach längermehriger Belagerung ist Lachis gefallen, nur noch Jerusalem blieb übrig. Also die militärische Karte hat nicht gestochen. Die Ägyptenkarte hat schon gar nicht gestochen, hat Jesaja als dagegen geprägt. Die Babylonienkarte hat nicht gestochen. Und die Scheckheftkarte hat auch nicht gestochen. Am Schluss hatte Hiskia gar nichts mehr, sondern nur noch die Verheißung Gottes. Sonst nichts mehr, was er irgendwie hätte in die Waagschale werfen können. Aber das hat genügt. Das hat genügt, der Verheißung Gottes zu vertrauen. Und deswegen ist das so ein Riesen-Act, was hier dann geschieht. Auch durch diese Schwachstellen hindurch. Hiskia hat dann schlussendlich Gott vertraut, war mit dem Rücken zur Wand, hat keine andere Option mehr, nur noch Gottes Verheißung und das reicht. Das ist eine wahnsinnige Botschaft, die dahinter steht. Ja. Die Chronologie der Invasion Assyriens war von daher folgendermaßen: Hiskia war von Assyrien abgefallen, weil er nicht als Volk Gottes einem heidnischen König untertan sein wollte. Und hat sich aber gut vorbereitet darauf, indem er überall an den Rändern seines Reiches Befestigungen und Munitionsdepots und so weiter aufgebaut hat. Hat also sich schon vorbereitet und dann ist er abgefallen. Aber es kam zu einem erstaunlich erfolgreichen Angriff Sanheribs auf Juda. Seine Befestigungsanlagen wurden überrannt, so schnell hat er gar nicht geschaut. Und in dieser Zeit, wo das Land verwüstet wurde durch die Assyrer, die Befestigungsanlagen überrannt waren, ist er auch noch krank geworden und es ging ans Sterben. Also kein guter Zeitpunkt für einen Abtritt. Ja. Und dann hat er aber zu Gott gebetet, Gott gibt ihm noch 15 Jahre. Als er gesund geworden war, kamen die babylonischen Gesandten, besuchen ihn, aber es geht nicht nur um Krankheitsbesuch nach Genesung, sondern es geht um handfeste Diplomatie, eine Achse zu machen zwischen Juda und Babylonien, aber Jesaja entlarvt das als Irrweg. Danach hatte er von Gott im Rahmen seiner Krankheit und Genesung diese Verheißung bekommen, dass Jerusalem beschirmt wird, aber wusste nicht wie. Also als es dann weiter schlecht stand, hat er die Idee mit der Tributzahlung gehabt, hat die auch geleistet, hat sich aber herausgestellt, dass sie nichts bringt. Und dann kommt Rabschages Auftritt vor Jerusalem, wo er kommt und zur bedingungslosen Kapitulation auffordert und alle Register zieht und Argumente liefert, warum es einfach nur vernünftig ist, jetzt aufzugeben. Und Hiskia gibt nicht auf, obwohl er chancenlos ist. Er gegnet ihm kein Wort, aber er betet zu Gott und schickt zu Jesaja, dass er zu Gott betet. Rabschage geht zurück
Und nach einer gewissen Zeit tut der Sanherib, der assyrische König, einen Brief senden an Hiskia, wo er nochmal sagt, im Moment habe ich jetzt keine Zeit, da muss man kurz einen Rückzug machen, strategischen Rückzug, weil da Gerüchte waren von dem äthiopischen Feind her, was aber dann doch nicht kam. Auf jeden Fall, diese Belagerung Jerusalems war ein bisschen aufgeschoben, nicht aufgehoben, sondern aufgeschoben. Und er sagt, lass dich nicht täuschen, ich komme und dann bist du fällig, gib auf, kapituliere, ja, gib auf. Und dann will ich dich dann ein Jahr später nach Assyrien führen und habt ihr da viel besseres Land als hier und so. Und in diesem Brief, wo er zur Kapitulation aufgefordert wurde, hat Jesaja dann hat gebetet, Hiskia hat auch gebetet und Gott sein Herz ausgeschüttet und Gott hat geantwortet, dass er zu seinem Wort steht und dass Jerusalem nicht erobert werden wird. Und im Gegenteil, sie werden bald wieder ein normales Leben führen können und Äcker besäen und ernten und so weiter. Und dann wird berichtet, wie durch den Engel des Herrn das assyrische Heer in einer Nacht um 185.000 Soldaten dezimiert wurde und es praktisch dann dazu führte, dass er der Sanherib abziehen musste, ohne sein letztes entscheidendes Kriegsziel erreicht zu haben, nämlich Jerusalem, die Hauptstadt, zu erobern und den König tributpflichtig zu machen. Und er ist abgezogen und Sanherib ist danach nie wieder nach Juda gekommen. Er hat noch erfolgreiche Kriege an anderen Stellen geführt, auch noch Babylon erobert und zerstört. Ja, aber er ist nie wieder nach Juda gekommen. Da hat er so die Nase gestrichen gefallen, hat so eins auf die Mütze bekommen von Gott, dass das ganze Heer da weggebrochen ist durch das übernatürliche Eingreifen Gottes. Sei es durch direktes Einwirken eines Engels, sei es, dass es eine Seuche war. Man weiß nicht genau, wie man es zu verstehen hat. Aber auf jeden Fall, sein Heer wurde da massiv vernichtet und er musste abziehen. Und am Schluss ist er sogar von seinen eigenen Söhnen erschlagen worden. Im hinteren Teil, den müssen wir jetzt aus Zeitgründen ganz kurz halten, Gottes Wettstreit mit den Götzen. Die Akteure sind Gott, die Götzen, Israel, die Nation, Kores und Christus. Und jeder hat eine besondere Funktion. Gott hat Israel geschaffen, Gott hat die Nation geschaffen. Die Nationen waren schnell bei den Götzen, haben Götzendienst getrieben. Und Gott hat eigentlich sich Israel erwählt, um die Nationen, durch Israel die Nationen von den Götzen zu Gott zurückzuführen. Das ist so die Idee Gottes gewesen. Aber die Realität war, dass die Heiden, die Nationen Israel verführt haben, auch Götzen anzubeten. Und so ist Israel, der Erwählte Gottes, von Gott abgefallen und hat sich den Götzen zugewendet. Und jetzt hätte Gott praktisch sagen können, okay, mit Israel hat euch hat keinen Sinn, ich lasse euch fallen. Vorbei, ich suche mal was anderes. Aber Gott gibt nicht auf, er kämpft und er will Israel zurücklieben, dass sie freiwillig wieder zu ihm zurückkehren, die Götzen fahren lassen und ihren Zeugendienst für Gott endlich mal wahrnehmen. Ja. Und deswegen fordert Gott die Götzen heraus zu einem Wettkampf. Und Israel wird zum Zeugen, zum Schiedsrichter bei diesem Wettkampf bestimmt. Sie sollen urteilen. Es geht darum, wer wirklich Gott ist. So wie bei Elia, ne? Feuer vom Himmel. Ja? Wer Feuer vom Himmel fallen lässt, ist Gott. Ist also Jahwe Gott oder ist Baal Gott? Ja? Hat dann Gott entschieden. Innerhalb weniger Stunden war es klar. Feuer kam vom Himmel, als der Elia gebetet hat. Und dann war es klar, Baal ist nicht Gott, Jahwe ist Gott. Bei diesem Wettstreit ist das nicht in 24 Stunden entschieden, sondern in 150 Jahren. Denn 150 Jahre im Voraus gibt Gott jetzt Weissagung und weissagt, dass ein Herrscher kommen wird, nämlich der Kores, der Israel aus der noch zukünftigen babylonischen Gefangenschaft dann entlassen werden wird. Und er wird sie befreien aus der babylonischen Gefangenschaft. Das ist etwas, was in der näheren Zukunft ist, also nur 150 Jahre weit weg. Und dann macht Gott noch Weissagungen im Blick auf den Messias, dass der Messias kommt, das ist dann noch weiter weg. Und die Götzen können natürlich überhaupt nicht mithalten, weil die Götzen Holz und Stein sind und die können natürlich keine Zukunftsprophetie machen, die können überhaupt nichts machen, kein Pieps machen, weder Gutes noch Böses irgendwie leisten. Und von daher versagen die Götzen völlig. Und als die Sache sich dann erfüllt hat mit Kores, war ganz klar,
Wer ist Gott? Jahwe ist Gott. Und die Götzen der Heiden sind nichts. Ja. Also es geht eigentlich um einen fantastischen Gottesbeweis. Und dieser Gottesbeweis wird auch zerstört, wenn das Buch gar nicht von Jesaja geschrieben ist, sondern wenn es von jemandem geschrieben worden wäre, hier, oder wo Kores schon gelebt hat zum Beispiel. Ja, das würde überhaupt keinen Sinn machen. Das wäre alles ein Riesenbetrug nur. Ja. Aber hier geht es um echte Weissagung. Und Israel als Zeuge hat dieses Buch vorher in Händen und kann im Hinterhinein feststellen, ist genauso gekommen, wie Gott gesagt hat. Dieser Kores, dieser Welteroberer, der immer genauer beschrieben wird im Laufe dieser Kapitel, er wird Israel aus der babylonischen Gefangenschaft freilassen. Und dann wird noch ein anderer Erlöser kommen, ein anderer Knecht Gottes, nämlich der Christus. Das ist das große Thema, die Erlösung durch den Knecht Gottes. Wir werden diese Gottesknechtslieder das nächste Mal anschauen, was da über diesen Gottesknecht gesagt wird, welches Gesamtbild entworfen wird. Hier nur ganz kurz, es gibt ein Heilsangebot, was Gott macht. Dieses Heil wird dann zubereitet durch den Gottesknecht, vor allem durch den leidenden Gottesknecht, der für die Stellvertretung für die Sünden der Menschen stirbt, wird das Heil auf diese Weise bereitet. Aber es braucht dann auch die Annahme, dass man diesem Glauben schenkt und es annimmt und damit umgeht, mit dem, was Gott dann bereitet hat an Heil. Ja. Und diese Themen, wie Gott das Heil anbietet, wie es bereitet wird durch Christus, wie das Heil dann angenommen wird, das ist so ein Thema, Kapitel 49, 57. Wir werden das nächste Mal die Gottesknechtslieder anschauen und dann wird man sehen, was dazu gesagt wird. Das ist Gewaltiges, was dazu gesagt wird. Das sind diese wahrscheinlich 5 Gottesknechtslieder, manche meinen es sind nur 4, manche sagen es gibt nur 3, meisten sagen es sind 4, manche sagen es 5, ich glaube, dass es 5 gibt. Und dass diese 5 Texte hier ein Gesamtbild des Messias entwerfen. Und das werden wir uns das nächste Mal anschauen. Und das Entscheidendste oder das Großartigste von all diesen Gottesknechtsliedern ist das 4., das berühmte Kapitel Jesaja 53, das stellvertretende Leiden und Sterben Jesu Christi und seine Auferstehung, wie es da geweissagt. Es ist unglaublich, dieses Kapitel. Man kann jeden Vers teilnehmen und sagen, da im Neuen Testament, das ist das, das ist das, das ist das. Und das besteht sich da in Jesus und so. Das ist Wahnsinn. Das werden wir das nächste Mal sehen. Dann der letzte Abschnitt geht um die Zukunft Israels, also dieser Wettstreit Gottes mit den Götzen, die Theologie, dann die Sache mit dem Heil und dem Erlöser, dem Gottesknecht, Soteriologie und der letzte Teil Escherologie, die letzten Dinge, Israels Zukunft. Da geht es um die Erneuerung der Menschen, der Erneuerer als Heiland und Richter und das Thema neuer Himmel und neue Erde, was sich auch da findet. Und wenn man genauer hinschaut, ist es also so, die Erneuerung des Menschen, Kapitel 58, 59 wird gesagt, was echtes Fasten ist, vor allem Gerechtigkeit üben. Über Sünde wird geredet, Gottes Vergeltung und dann kommt der Erlöser aus Zion und für Zion, um Israel zu erlösen, das Thema Erneuerung. Dann die zukünftige Herrlichkeit Jerusalems war schon ein Thema in Kapitel 2 und in Kapitel 4, die zukünftige Hoheit des Tempelberges oder die zukünftige Herrlichkeit Jerusalems unter dem Messias. Und jetzt die zukünftige Herrlichkeit Jerusalems mit vielen materiellen Segnungen und geistlichen Segnungen. Und das ist ein fantastisches Gemälde, was hier entworfen wird, wie Gott Jerusalem und sein Volk Israel noch segnen wird, geistlich und materiell. Immer noch Zukunft Israels, der Erneuerer als Heiland und Richter. Da gibt es wieder so ein Sandwich. Kapitel 61,1 bis 63,7 ist ein Sandwich, wo der obere Teil messianisch ist und der untere Teil messianisch ist und verschiedene Aspekte beleuchten vom ersten oder auch dem zweiten Kommen Christi. Und da kommen die Begriffe Erlösungsjahr und Tag der Rache vor. Jahr ist ein langer Zeitraum, Tag ist ein kurzer Zeitraum. Also ein langer Zeitraum der Erlösung und ein kurzer Zeitraum des Gerichts. Und das kommt zweimal vor in dem ersten prophetischen Leuchte am Anfang von Kapitel 61. Und dieses Tag der Rache, Jahr der Erlösung oder Jahr der Erlösten kommt auch am Ende von Kapitel 63 vor.
Aber es ist nicht völlig identisch, sondern, das will ich verraten, das Erlösungsjahr in Kapitel 61 ist das, die Zeit des Heils vom ersten Kommen Christi bis zu seiner Wiederkunft. Das ist das Jahr der Erlösung. In dem leben wir jetzt. Jetzt ist diese Möglichkeit, diese Erlösung anzunehmen und zum Glauben zu kommen und errettet zu werden. Aber das Zeitfenster, dieses Erlösungsjahr, dieses Gnadenjahr des Herrn heißt es auch, das hat ein Zeitfenster und das schließt sich. Und wenn Jesus wiederkommt, dann ist Rache, Gericht angesagt, Tag der Rache. In dem hinteren Stück, Jesaja 63, da wird vom Tag der Rache gesprochen, also wenn Jesus wiederkommt und Gericht übt, denn, so heißt es, wenn er dann kommt, um Gericht zu üben an den Nationen, er allein wird im Auftrag Gottes das Gericht an den Nationen vollziehen, niemand braucht ihm da helfen, er wird das tun. Im Anschluss daran, nach diesem Tag der Rache, kommt das Jahr seiner Erlösten oder das Jahr der Erlösung für Israel, da kommt dieses tausendjährige Reich. Also es gibt zwei lange Heilszeiten, dieses Gnadenjahr, das Zeitfenster des Heils, in dem wir uns jetzt befinden, dann der Gerichtstag, wenn Jesus wiederkommt und dann nochmal die Zeit der Erlösung im tausendjährigen Reich. Ja. Und das wird Kapitel 61 bis 63 geschildert, kompakt. Dann wird um Erlösung gebeten, in diesem Dreiklang sich erinnern an Dinge der Vergangenheit, Dinge beklagen, die jetzt beklagenswert sind und Dinge erbitten, die man geändert sehen möchte. Ja, die Gott ändern soll. Also erinnern, beklagen, erbitten. Interessanter Dreiklang beim Thema Gebet. Und das Letzte, die letzte Folie, immer noch Israels Zukunft. Es geht um die Vollendung der Welt. Es wird eine große Scheidung geben zwischen den Gerechten und den Gottlosen. Das wird unterschiedlichen Ausgang nehmen. Und Gott weist halt ganz klar einen neuen Himmel und eine neue Erde, in der Gerechtigkeit wohnt. Und wir haben was Ähnliches in der Offenbarung, aber auch da eine interessante Entsprechung. Wir haben hier einen kurzen Einblick in die Ewigkeit, nämlich nur Vers 17 und Vers 18a in Kapitel 65 ist ein Ausblick, ein Fernblick auf die Ewigkeit. Und da heißt es 17 und Vers 18a, denn wisst, ich werde einen neuen Himmel und eine neue Erde erschaffen. Dann sehnt sich keine mehr zurück nach dem, was früher war. Keine mehr kommt das noch in den Sinn. Freut euch vielmehr und jubelt ohne Ende über das, was ich nun erschaffe. Ja, das ist dieser Fernblick, neuer Himmel, neue Erde, der Blick in die Ewigkeit. Und dann folgt eine Beschreibung des tausendjährigen Reiches, hier in Kapitel 65, Vers 18b bis zum Ende des Kapitels, Vers 25, wo das Friedensreich unter dem Messias geschildert wird, was aufgerichtet wird in Israel und weltweit, wenn Jesus kommt. In der Offenbarung ist es umgekehrt. Da haben wir einen langen Einblick in das Friedensreich. Einen kurzen Einblick in das messianische Friedenreich und einen langen Ausblick dann auf die neue Himmel, neue Erde, das neue himmlische Jerusalem, was dann geschildert wird. Also die Themen sind gleich, aber die quantitativen Verhältnisse sind unterschiedlich. Hier kurz Ewigkeit, lang tausendjähriges Reich, in Offenbarung kurz tausendjähriges Reich, Offenbarung 20 und Offenbarung 21 und 22 teilweise der lange Einblick, Ausblick auf die Ewigkeit. Und das Weltgericht, Kapitel 66, Gott wird Gericht üben, Israel wird Mutter werden und viele Nachkommen hervorbringen. Letztlich auch die Gemeinde ist ja auch aus Israel heraus entstanden. Und es endet mit der ewigen Verwerfung oder der ewigen Annahme. Und nochmal neuer Himmel, neue Erde. Ich lese zum Abschluss die letzten drei Verse Jesajas. Und so wie der neue Himmel, den ich schaffen werde, und die neue Erde für immer bestehen bleiben, spricht Jahwe. So werdet auch ihr als Volk nie untergehen und vergessen sein. Das ist eine tolle Ansage. Es wird kommen, dass an jedem Neumondstag und Sabbat sich alle Menschen vor mir einfinden und mich anbeten, spricht Jahwe. Da
Dann gehen sie hinaus und sehen die Leichen der Menschen, die von mir abgefallen sind. Denn der Wurm in jenen wird nicht sterben, das Feuer in ihnen niemals erlöschen. Sie werden ein Ekel für alle Menschen sein. Dieser Wettstreit Gottes mit den Götzen, wo es um Theologie ging, endete mit dem Satz, kein Friede den Gesetzlosen. Dieser ganze Thema mit der Erlösung endete mit dem Satz, kein Friede den Gesetzlosen. Und dieser letzte theologische Teil mit der Zukunft endet nicht mit diesem gleichen Satz, aber mit der Aussage, inhaltlich ist es eigentlich genau das, auf Ewigkeit oder in Ewigkeit kein Friede den Gesetzlosen. Ja. Das ist also nochmal so eine kleine formale Gliederung, wie Theologie, Soteriologie, Eschatologie, also Lehre von Gott, Lehre vom Heil, Lehre von den zukünftigen Dingen, wie das auch formal ein bisschen getrennt ist innerhalb von Jesaja und sehr kunstvoll alles verwoben ist miteinander. Ja, das war mal ein erster Überblick über den Propheten Jesaja. Weiß sehr viel, umfangreich. Genießt es beim Lesen, das nachzulesen. Es hilft sehr, wenn man sich vergegenwärtigt, in welcher Abteilung befinde ich mich gerade, in der Frühzeitverkündigung oder in den Fremdvölkersprüchen, in der großen Jesaja-Apokalypse, im Buch der 6W oder in der kleinen Jesaja-Apokalypse. Oder diese Prosa-Achse, der Bericht über Hiskia. Oder in diesem Wettkampf Gottes mit den Götzen, in der Sache mit dem Heil und der Erlösung oder in diesen zukünftigen Dingen, die kommen werden. Und dann hat man eine bessere Orientierung in diesem Buch. Und das nächste Mal werden wir uns anschauen, werden nochmal über Jesaja gehen und werden uns all die Texte anschauen, wo Jesaja vom Messias weissagt, mit diesen verschiedenen Konzepten. Und an allen Ecken in Jesaja finden sich solche fantastischen messianischen Weissagungen. Also von daher werden wir uns jetzt mal eine gewisse Zeit intensiv mit Jesaja beschäftigen.